Stopp. Jetzt. Ja, Tintin ist doch gut. Das ist freiwillig im Gegensatz zur Käse. Der 31 ist direkt voraus. Knapp 110 Sekunden. 9 Sekunden. Oder? Es tut mir leid. Hast du dir gerade nochmal dein VOD von gestern eingeguckt? Nee. Das ist was anderes, sehr lustiges, aber das kann ich jetzt nicht öffentlich sagen. Weisheit mit Ray. Er hat sich Essen gemacht, was er höchstwahrscheinlich auch gegessen hat. Ja. Hey! Ah ja. Ich finde, dieser Nebensatz hat das Ganze nochmal schön abgerundet, also. In Van Ray fährt wieder da. Alles klar, Max. Wollen wir eine Prognose erstellen, wo wir am Ende eventuell landen? Max, ist das jetzt mich? Ja, allgemein jetzt mal einfach so in die Runde. Ja, ich weiß, wo wir am Ende landen, also. Wollt ihr keine Punkte? Ja, weiter vorn bestimmt. Okay. Ja, nee, P3 halt, oder? Weil die hat gesagt, unter den ersten drei gibt's Goodiebags. Ich würde sagen, die wollen wir schon haben, oder? Ja, die hat die sie aber gepackt. Am Ende ist so bloß ein Stück weggebrochen. Er hat gemeint. Alles gut. Er hat gemeint, die sind knallgefüllt. Wahrscheinlich ist ein Opti-Krill drin. Ein Opti-Krill. Ein Opti-Crow. Opti-Krill ist da drin, hat er gesagt. Die macht's spannend auf dem Berg. Ja, da, also, so wie ich das vor uns verstanden habe, wo ich mal nochmal kurz angemacht hatte, will ja unbedingt eine Einser fahren. Wurde ihm ja vor uns von dem Aston Martin ein bisschen versaut. Aber die Frage, wie lange er noch hat. Wichtigsten Aspekte für eine gute Racing sind gute Physik, nachvollziehbare Physik, gutes Feedback. Wie lange hast du noch ungefähr? 56. Alles klar. Boah, 56 kann ich ja noch powernappen, oder? Kann ja noch eine Doku reinziehen, kann ich da. Geht schon wieder mit dem Opti-Grill los, ja. Ich hab mir das Ding noch nie angeguckt. Ich auch keine nicht. Ahnung. Ich weiß nicht mal, was das ist. Also das ist irgendwas, wo du halt Fleisch in einer bestimmten Garstufe automatisch garen kannst. Also wie zum Beispiel, aber wenn du... Aber nicht nur Fleisch, er macht doch auch so vegetarische Sachen doch damit. Ja, aber ich würde das Ding jetzt für Fleisch verwenden. Schönes Rumpsteak. Ja, klar, für Waschbärsteak, ja. Genau, für Waschbär-Rumpsteak. Ja. Und und das soll halt immer genau auf den Punkt werden. Das Ding, glaube ich zumindest. Das Ding nur wirklich funktioniert. Mein Opti-Grill heißt Lisa. Ja, das glaube ich. Ja. Den musste ich nicht mal kaufen. Kam zu mir. Also Essiggurkenglas. Das gibt natürlich Sinn. Mit dem Opti-Grill kannst du Essen machen, was man dann auch essen kann. Das entspricht genau meiner Vorliebe, ja. Das neblige Scheußal, so rum. Geiler Name einfach. Ich kann dir das nicht sagen, ob Ray einer ist, der Gemüse auf den Grill legt. Ich kann dir das nicht sagen, ich weiß es nicht. Gemüse auf den Grill legt? Nee, tatsächlich nicht. Ich bin auch niemand. Ganz ehrlich, das ist auch so eine Deutschland-Mentalität. Es gibt, glaube ich, nur in Deutschland Würstchen auf den Grill legen. Braucht man nicht. Schönes Steak. Fertig. Ist der Text. Du isst jetzt praktisch keine Bratwurst. Ist das schon, aber ich finde, das muss nicht auf dem Grill. Wenn ich grille, dann kommt da Fleisch drauf und nicht irgendeine zusammengestückte Fleischpampe, die in irgendein Darmgefäß reingepresst wurde. Okay. Also klar, esse ich auch
mal eine heiße Wurst oder so, aber auf dem Grill brauche ich das doch nicht. Grill kommt Fleisch, fertig, Ende. Der Waschbär bringt das doch schon auf den Punkt. Aber ich grill auch nicht so viel. Also. Das mit George Foreman verstehe ich nicht. Für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin. Du sagst nicht, dass du Bratwurst in der Pfanne machst. Danke für der alles. Ray ist, der Ray auch ist noch manchmal schon. Der Ray ist nichts aus dem Daumen. Okay. Nee. Würde ich auch nicht empfehlen, das ist wirklich so geil. Ja, ich hab das schon verstanden. Trotzdem. Jetzt warst du mir sympathisch. Wer? Ich ist halt allgemein so gut wie nie, so ein bisschen. Brauchst du auch kein Mensch. Alter, Banner, absolut beste. Am besten noch die Mini-Banner oder die Mini-Grill. Hey, 110, sorry, so dass ich euch heute Abend reingefahren bin. Ich verstehe nicht, warum die Mini-Grill besser schmecken als die großen. Sorry. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wer hat was aufgewühlt? Nils, euch retten können. Haben wir uns bei Discord? Oder wo können wir uns das schreiben? Schreib sie gerne. Da waren wir. Doch, wir haben uns gerade mal bei Discord geschrieben, ne? Oder schreibst du mich an, genau. Perfekt. Was ich zum Beispiel auch noch nie gegessen habe, ist Weißwürschel. Hast du nichts verpasst. Also die Tütschelste ja eigentlich. Platz 31 muss noch, weiß jetzt, was mit dem Delta los? 4 Sekunden entfernt. Ach, ist auch ein Kontaktgrill, okay. Ich dachte, das war jetzt irgendwie so ein Insider-Witz, Gary. Das ist, Speck-TV. Also, Rumpel und Gulaschkanone kommen safe aus Bayern. Die Fährte ist aufgenommen, Chat. Ja, Estigurken ist genau das, was es nämlich. Könnt ihr es riechen? Schmeckt auch viel besser. Essigurken? Ja, Essigurken ist ein Auge. Habe ich sogar gegessen vorhin. Aber nur die kleinen. Was heißt denn die kleinen? Ja, du redest jetzt von Saufgurken, ne? Da gibt's Wenn ja auch. Wenn du sie benennen willst, ja. Ja, da gibt's ja große und da gibt's auch die ganz kleinen. Ja, das, ich würde, ja, ich weiß schon, wir haben alle, ja, wir haben große, kleine, mittlere, es waren mittlere, da. Die haben auch einen Namen, aber meinst du, ich merke mir das jetzt. Ja, schon was mit C war das. Ja, ich weiß. Cornichons, I am Stunt schreibt's gerade. Also ich habe eher die kleineren als die größeren. Du hast einen Sandwich-Töter, okay. Was macht der? German Play, ja, ich denke mal schon, auf jeden Fall. Also wir gucken uns auf jeden Fall an. Nee, schwarze gucken, das mache ich nicht. Boah, weißt du, was nicht verpasst? Weiß ich nicht. No, ich weiß das schon. Ich hab's ja schon öfters gegessen. Also, das ist nichts Besonderes. Aber Bayern schwören sie da zwar drauf, aber... Aber ich glaube, Essensgeschmack ist ja bei jedem anders. So, Chat. Aufpassen. Ja, Nils, hättest du ruhig ein bisschen schneller fahren können vorhin. Ja, alles gut. War nur sehr frustrierend. Du wurdest so von allen vorbeigelassen und alle, die dich quasi vorbeigelassen haben, haben mich fast abgeschossen. Okay, da steht einfach mal rum. Berg ist auch wild. Oder Grillwürst, je nachdem, wie man das jetzt nennt. Ja, Nils, ist glaube ich auch nicht so dein Auto. Was ich auf Berg ist ein bisschen Trouble. Ja, auf jeden Fall gucke ich mir den an. Aber nicht im Kino, denke ich.
Ja, Nils, jetzt kommen die Ausreden. Ja, Nils, es wäre mehr als nicht eine Runde gewesen von den Rundenzeiten. Bei freier Fahrt waren wir gleich schnell. Also du warst nicht schneller tatsächlich oder nicht viel oder das war mal hin und her. Aber der Verkehr, der, wie gesagt, dich vorbeigelassen hat, musste ich mich zurückrunden und die haben mir halt keinen Platz gemacht. Ich musste richtig hart kämpfen. Und einer sogar hat die Tür richtig zugeschmissen. Oh, shit, Brudi! Das war zu schnell. Und, ich hab das Bremsschild nicht gesehen. Und, ja, deswegen war ich nur eine Runde quasi hinter dir dran. Dann hat der Verkehr ein bisschen schwierig. Da hatte ich aber ganz schön viel Schwung. Ja, das hab ich gesehen, Jeff! Ja, das ist halt du alter immer, Klugscheißer. Das leid, wenn du halt hinten bist. Nils. Du musst halt um jede Scheiße kämpfen, ne? Vorne bist, ist halt. Geil. Ja, stimmt. Ja, Dorking ist auch im Anmarsch. Kommen wir mit Community. Ja, mit der Simracing Community, wenn du so willst. Hey, bei uns ist schon wild. Also, es gibt manche, die merken halt, okay, du bist schneller, die lassen dich durch. Und manche, hey, die sehen halt, das ist irgendeiner Platz 30 oder höher. Nee, das ist ja Demütigung, den lasse ich auf keinen Fall vorbei. Also manche haben echt manchmal ein Ego-Problem, was das betrifft. Echt schlimm. Autiert? Ja, sehr gerne. Sehr gerne. So, jetzt ist er wieder dran. Ah, muss er glaube ich zurückziehen, da kann er nicht noch mit vorbeigehen. Ah doch, okay. Kann er nicht vorbeigehen. Nee, weil. Ja, hätte er jetzt nicht geliftet, dann wäre es nicht gekommen. Ja. Funktioniert das nicht? Warte, muss ich jetzt erklären. Platz zu machen. Da muss der alte Lichtfeuerwerk abfeuern. Schwarze Mucken, jetzt erklär mir mal, was das ist, das Emote. Was ist das? Ist das jetzt ein Schaf? Ist das ein Schwein? Ist das ein gedeckter Tisch? Du weißt es selbst nicht perfekt. Könnte ein Höschen sein, das stimmt. In F1 2021 ein Spiel ohne Fehler. Danke für dein Follow, Rungel. War ja auch mit ihm Posto, ja, das könnte auch sein. Alles wild. Mein Gott, aber ja, auf jeden. Was? Das Emote her, das ist so cool. Achso. Du wolltest schon mal Fleisch da als Pinguin, oder? Ja, Nils, mach's gut und viel Erfolg und Spaß euch noch. Danke dir. Maximilian Hot, was ist dein Follow? German Play, ja, aber zurzeit nicht. Aber ich habe viele als gemacht, ja. Mal sehen, ob es jetzt hinbekommt. Nee, aber eine Koop ist geplant, sobald es halt mal ein bisschen gefixt wurde. Chocolate Lips. Ja, den Umständen entsprechend läuft's nach vorne. Oh, wir haben die Halbzeit verpasst, ne? Achtung. Krass. Zum, zum. Car on the left. Chocolate, danke dir.
Und wir sind jetzt 100% fokussiert. Ja, richtig so. Geht ja hier um Position. Und wir sind P30 noch, bevor wir P30 überholt haben. Ja. Jawohl! Wie geht denn das denn? Damit sind wir ja in den Top 30. Vor allem, wir sind vor Ferrari. Das ist in 30. Ja, Mann! Wer ist der Ferrari im Grid? Ja, Mann! Was, oh, was wie in der Formel der 1, die fahren da auch eher hinten rum. Ne, okay, dieses Jahr geht's eigentlich. P-Pandemon. Seins hat er heute auch ganz schön entschärft, oder? Okay, nicht gerade selbst, weil ich jetzt halt gerade nicht dran bin. Warum hat er diesen Warnblinker an? Keine Ahnung. Oh. Aber wie gesagt, Ray, obere Tabellenhälfte, ist drin noch. P22. Ich sag mal, Top 20 ist auch noch drin. Ja, ja. Das wäre natürlich sehr schön. Auf jeden Fall. Darf halt nichts mehr Großartiges passieren halt, ne? Ja, das wir 28, hören 29 und 30 direkt hintereinander. Ja, nur dass 28 eine Runde weiter vorne ist. Ja. Das ist halt so belastend. Denkst du, oh ja, wir kommen ran oder ah, okay, aber nochmal eine ganze Runde aufholen. Aber hey, das hatten wir jetzt schon voll oft. Und danke nochmal. Nee, Headshot hatten wir noch nicht. Das ist einfach so, keine Ahnung, Fehler oder irgendwas. Ich weiß nicht. So, kleiner Hinweis für die Zuschauer: Es gibt sowas wie Bits. Ansonsten ist, glaube ich, das gehört auch, wenn Leute einfach so ein bisschen beim Überholen so echt an. Was? 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 Was war jetzt mit Bits? Es gibt Bits? Ja. Eine Währung auf Twitch, die man nutzen kann in den Stream seiner Basis. Ja, ja. Manche haben da auch noch Sound vor. Hat hier jemand Bits gesagt? Ist ja komplett verrückt. Wer sowas macht, der absolut, hat absolut crazy. Komplett die Kontrolle über sein Leben verloren, glaube ich. Aber komplett. Ja, komplett. Aber komplett. Also Leute, wenn ihr so einen Streamer seht, ey, direkt melden. Prime den, sofort. Nämlich mehr kostenfrei. Ey, ich fahr nach DC jetzt hier wieder. Also, keine Ahnung, 15 Minuten, dreiviertel Stunde. Wie kann das sein, dass das Scheißding noch schneller ist, ey? Oh, Mann. Ist vor allem komplett über die Wiese gekreuzt. Geht doch. War ihm wohl zu heiß. Dankeschön, Küsschen. Ja, wenn ich so einen heißen Ferrari hinter mir hätte, würde ich auch Platz machen. Ah ja. Ja. Wir streamen von uns noch. Ich streame, Dizzy streamt, Michel streamt. Fertig. Hallo! Da wird Michel kurz 3 Oktaven höher. Ich hab extra gesagt, ich hab das Auto ohne Kratzer übergeben. Jetzt dürfen wir den Bock wieder neu lackieren. Mensch! Kein Problem, Sui steht mit dem Farbeimer schon da. Ah ja, okay. Neben den Typen mit den Reifen. Hat die Folie schon ausgebreitet, die da drauf pappt. Was hast du für Bremspunkte? Holy Guacamole, lässt du mich bitte vorbei, sonst endet das hier sehr, sehr tragisch. Ich weiß, du bist vor mir, aber lässt du mich bitte vorbei und fährst dein eigenes Rennen? Alles klar. Oh Gott, danke Brudi. Du bist ein Engel, Küsschen. Ui. Da alle labern echt. Ui, waren das Bremspunkte. Holy shit. Du hast dich ja natürlich im Teamspeak wieder gemutet. Klar, du bist ein richtiger Mate, bist du. Was? Hä? Wie, hä? Du bist gemutet im Teamspeak. Du hörst Lizzy nicht. Ach so. Weil okay. Die labern die ganze Zeit. Deswegen meine ich, du bist ein richtiger Mate. Da hab ich gar nicht mitbekommen, dass er die ganze Zeit labert. Ja, weil doch, ich gemutet war. Ja, das ist gerade ein bisschen zu viel Input. Wenn du die ganze Zeit irgendwas vor der her schwurbelst und diese jetzt gerade die ganze Zeit was lauert, das ist anders wild. Name Red Dot bedeutet eigentlich, ja, kommt vom NDR aus dem Fernsehen oder sonst wo, der rote Punkt, der On-Air-Punkt, was man ja auch im Livestream hat. Das war so die Idee, einfach halt ein Team, was jetzt keine festen Mates hat oder so. Wo halt einfach jeder willkommen ist und gerade halt der vorzugsweise halt gerne auch streamt und das Ganze halt auch irgendwie übertragen möchte. So, das ist die Idee halt einfach. Red Dot Racing im Sinne von
ja, Livestream von R. Punkt. Ihr habt noch Expansionsmöglichkeiten. Okay. Ihr habt noch Expansionsmöglichkeiten im Shooter-Bereich. Da könnt ihr quasi nur mit Vorsicht, da steht einer, die sie unten am Berg. Jetzt aufpassen. Der BMW ist halt immer der BMW, der da steht. Ja, deswegen. Also ich hab's vorhin schon versucht, im Stream ein bisschen. Danke für 50, Robby. Ja, im Shooter, da hat ja Michel letztens, während ich hier für Bathurst trainiert habe, hat Michel, wurde mir immer berichtet, schön CSGO gespielt. Also da hat schon mal... Habe ich? Ach, ja, stimmt. Scheinbar, ja. Die haben geschrieben, Michel zockt jetzt CSGO und ich so, ja, geil. Richtiger Ehrenmann, anstatt mal die Setups zu testen, zockt er CSGO, ey. COD haben wir auch gespielt. Und danach haben wir noch Scribble gespielt. Ja, das war lustig. Perfekt. Hoffentlich hast du da auch ein paar rote Punkte gemalt, um mindestens mal im Team mit dir zu bleiben. Ah ja, okay. Ah ja. Wie cool wäre es einfach, wenn Blaupunkt Team Red Dot sponsert? Das wäre natürlich auch cool, ja. Blaupunkt, ja, okay. Rotpunkt. Ich sehe schon. Dave schreibt gerade Bewerbung. Ja. Bewerbung wofür? Dass wir endlich mal gescheite Radios haben in den Buden da, ey. Ich empfange sie immer fürchterlich schlecht in den GT3s. Wie viel PS hat der Ferrari? Das Alle. Ist immer so eine gute Frage bei... Geht da hinten dran. 777. Korrekt. Ich glaube um die 500 bis 600 hat die, glaube ich. Ja, oder? Ein GT3 hat in der Regel genau zwischen 500 und 600 und dann aber haben die halt meistens so viel... Luftmengen, Restriktoren, dass sie halt, weil der Basismotor ja, hat halt locker über 600. Ja. Aber das wird halt über R-Restriktoren geregelt. Genau, Luftrestriktoren. Naja. Da kommt nicht so viel Luft rein, kann auch nicht so gut atmen. Ja, ja auch beim Audi oder beim Lambo, beim Huracan, die V10s, die drin haben, die unterscheiden sich vom Kern nicht wesentlich groß zum Serienfahrzeug, aber halt im GT3 Fliginati. Deutlich weniger Leistung einfach. Osterei hat er. Was für einen Rank hast du in CSGO? Bitteschön. Wer ist? Ja. Oh. Eigentlich glaube ich gar keinen. Wir haben glaube ich bloß ein Match gespielt. Das war das erste Mal, dass ich seit, keine Ahnung, 4-5 Jahren CSGO gespielt habe. Ich war früher mal Supreme. Für Global habe ich es nicht gedacht. War zu dumm. Ja, das habe ich auch schon gedacht. Ich denke auch Faktor Nummer 1 bei CSGO, um aufzusteigen, ist Intelligenz. Ja gut. Also, ich formuliere es anders. Gar nicht richtig. Ich habe mich zu blöd angestellt. Sagen wir es so. Das trifft diese ganze Sache schon eher. Aber wie gesagt. Ich habe alles noch CS gespielt, da gab es solche komischen Ränge noch nicht. Das stimmt auch. Ja, das war eigentlich schon. Also, haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Michel, Alter, wieder mal. Ich höre dich kein bisschen. Nein, ich hab mir gerade am Ohr gekratzt. Ist das Headset also, weg? Also. Ja, ja. Nee, 1.6 auf LAN. Das war so das erste. Ich hab tatsächlich sogar mit 1.5 auf LAN angefangen. Und dann 1.6 online und dann tatsächlich auch Source dann. Ja. Bei uns war es halt. Ja? Ja. Okay. Bitte? Also wer jetzt? Ja, Dave, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich bin Silber 5 oder so. Ah, okay. Ja. Das war da einer der höheren Ränge, oder? Ja, das ist glaube ich der höchste, glaube ich. Im E-Sportler sind so 1 niedriger. Ja, dann merke ich ja. Sind 1 niedriger. Nee, also 1.6 war glaube ich das erste, hier, man nannte es in der Umgangssprache Russen-CS.
Das war so das erste. Ich jetzt zum ersten Mal, aber. Ja, das, gut, war, okay. das war halt 1.6, die gecrackte Version. Ach so, ja, auf Land. Okay, ich verstehe. Genau, auf Land, ja. Genau. Da wurden halt bei den Headshots keine Waffen angezeigt. Damit hast du schon erkannt, dass es halt die gecrackte Version war. Bei Headshots wurden keine Waffen angezeigt. Also wenn du jetzt meinetwegen Headshot gemacht hast... hast du ja ein anderes Symbol oben rechts. Ja, nein, du hast einen Kopf und dann war meistens noch die Waffe abgebildet, die dann, mit der du den Headshot gemacht hast. Oh. 1.6? Sicher? Ja. Ja. War aber 1.6 nicht ein komplett eigenes Symbol ohne die Waffe? Nein. Ich dachte, das kam erst später dazu. Ah, das war bei Source so. Bei Source, glaube ich, war das du mal, ja. Ja, das kann sein, ja. Say hello to my little friend. So viel Lebenszeit da drin versenkt. Das ist der Wahnsinn. Ja gut, das war ja dann bei 1.6 so. Rommels, glaube ich, oder? Oder war das dann schon... Nee, das war dann schon selbst... Ein 6 war Waffe mit Kopf, genau. Possible Reno. Okay, dann war Source mit extra Symbol, ich wusste es. Und 1 hatte extra Symbol ohne Waffe. Oder die Waffe halt extra. Also schon ein Waffensymbol, aber das war so 1, nicht 2 aneinander gekettet. Der Dave, die Feed war immer so langsam, René war. Da warst du wahrscheinlich schon älter, wo du das angefangen hast zu spielen. Weiß ich jetzt gar nicht, Naschi. Ich weiß bloß, dass ich mal einen im Team hatte, also wir waren relativ gut sogar in 1.6, der hatte sich für die AWP mit Edding einen schwarzen Punkt auf dem Monitor gemalt. Wir wurden dann deswegen disqualifiziert. Weil er sich einen fucking schwarzen Punkt auf dem Monitor gemalt hat. Weil das ja auch braucht, ne? Ja, für Zoomless, ja. Okay, die sind eine gute Runde vor uns. Die vor uns. Glaub mal, der war gut in der AWP. Da waren wir noch jung, Rino, das stimmt. Oh je. Morgen früh um 8, glaube ich. Ich werde mich jetzt auch gleich verabscheuen, Chat, dass ich wenigstens noch ein bisschen schlafen kann. Es sind jetzt noch 5 Stunden, da bin ich 24 Stunden wach. Und ich bin irgendwie ein bisschen im Sack. Das ist auch eine geile Rechnung. Was? In gut 5 Stunden bin ich 24 Stunden wach. Klingt gleich viel dramatischer. Genau. Danke du musst nur verkaufen für können, für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Das habe ich schon mitbekommen, ja. Cool. Genau so sieht's aus, Apiga. Slow car ahead. Und bevor du abhaust, Michel, ja, weil du bist ja noch im Server, gehe ich nochmal ganz kurz runter vom Server und check mal ganz kurz. Camps gleich ab. Okay, also ich kann dir sagen, was wir jetzt haben. 14-14. Aber es müsste dann langsam wieder wärmer werden. Ja, ich glaube, es hält sich jetzt ziemlich lange, aber ja, ich guck mal einfach, wie es um 1 und um 2 ist. Nee, wird nicht passieren, Nashi. Regenwahrscheinlichkeit 0%. Und Falschen. Also Dizzy will unbedingt die 201 erfahren. Ich sehe das schon. So ging's mir mit der 59er, Jan. Heute!
Grace preparing for these things. Ja. Aber Bergdorf ist aber nicht über das Kniebrechen. Nee, das ist Bergbrechen. Ja, es geht schnell in die Hose. Ich finde der Nintendo extrem geil. Die haben einfach einen Farbeimer als Charakter eingebracht, der Fabian heißt. Ah ja. Zockst du denn? Oder was, wo hast du das jetzt gesehen? So, also ein bisschen Trivia. Ich warte mal, wo war der nochmal? Tipps aus Schlafgut. Ist nicht aus Super Mario? Mario hier. Paper Mario, stimmt. Paper Mario Color Splash. Paper Item. Mario. War ich auch gestern probiert habe. Nochmal, auch für ein paar Tage nochmal. Burger King, die Plant-Based Burger. Holy moly, ey, schmeckt 1:1 legit nach Fleisch. So insane. Also, du warst jetzt bei Burger King oder was? Hab ich das jetzt nicht verstanden oder was? Nee, Burger King war bei mir. Ah ja. Nee, aber ich bin nicht so ein Fan von Burger King und McDonald's. So, meine Nahrungsaufnahmequelle. Ja, ich eigentlich auch mittlerweile nicht mehr, aber ich wollte halt mal probieren, wie die veganen Burger quasi dann machen. Das ist halt echt insane, wie das halt einfach bei den Chicken Nuggets im Einzelnen weiß ich nicht, aber Chicken Nugget Burger spricht halt echt keinen Unterschied. Und bei dem King XXL Plant-Based spricht halt auch keinen Unterschied. Okay. Hank, mach's gut, gute Nacht, schlaf gut. Hank. Daddy, Nachti. Nacht, Kids. Boah, sollte passen. Rücken. Auch die Karte ist gekommen. Dich? So, also könnte ich jetzt sagen, dass ich mich wieder verabscheue. Da mach ich noch schnell. Ja, da mach ich noch schnell Zuschauer. Noel. Ja, jetzt hier danach. Also ich denke mal 15 Minuten oder so. Ja, Alka, ich weiß noch nicht, was sie da zusammengewürfelt haben. Dass es so schmeckt, wie es schmeckt. Schlaf gut, Michel. Die 2-1 ist für dich. Träum süß. Da hat er sie jetzt. Da hat er sie aber mal hingesetzt. Sagst du nichts mehr, hä? Moment, ich finde ihn ja gerade nicht. Wo ist er denn? Ah, hier. 1:9, okay. Halt mal bitte nicht schnell los, danke. Ich wusste, dass es genau das passiert. Bis ich fahren muss, bin ich kurz vorm Wegpennen und wenn ich dann fahre, bin ich wieder super wach. Besser wie umgekehrt, natürlich. Geht nach meinem Stint-Off? Nee. Ah, Wiese. Ja, ob man dieses kleine Stück Wiese nennen kann, ich weiß es ja nicht. Ja, so Schmutzstück. Bei dir ist es auf der Strecke ein bisschen dunkel, oder? Ja. Ich muss einmal Licht ausschalten, dann ist es okay. Terry, gute Nacht. Das neblige Scheusal, bester Nickname. Wünsche dir auch gute Nacht, denk, bist dabei sein. Sie, könntest du bitte einmal das Licht ausschalten? Ich weiß nicht, dass ihr noch keine Katze habt. Ja, ich glaube, Michel ist noch nicht gefahren. Eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, was? Ich bin weg. Tschüss. Wer hat keine Katze? Nein, Koseba hat gesagt, ihn wundert, dass wir noch keine Katze haben.
Ach so. Das wäre wild. Ja, aber, ja, nicht, aber nicht unmöglich, ne? Also wir haben bei irgendeinem, war das nicht bei dem FM-Rennen, wo ich hatte, dass einer sich eine Drive-Thru irgendwie geholt hat. Ich weiß doch nicht, wie er das geschafft hat, aber... Yellow Flag ahead, ja. Be careful. Dave, du wolltest was sagen? Wenn Michel cuttet, das ist dann nicht unbekannt. Jetzt noch. Noch was? So, jetzt nochmal, sorry, ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich meine nur, wenn du jetzt cutten würdest, wäre das nicht irgendwie doch für die Cuts? Ah. Ja gut. Ich denke, ich gehe jetzt ins Bett. Denk darüber nach. Ich werde mal in mich gehen und versuche das mal irgendwie auseinander zu klamüsern. Was er mir damit selbst sagen möchte. Aber ja. Sehr gut. So. Noel, eigentlich hast du nur einen Disconnect verpasst. Der Rest, sonst ist alles überhaupt gar nichts passiert. Bis auf ein paar kleine. Vorsicht, da steht einer. Jetzt hier. Drücke nicht bereit, sagt, wenn du nicht hier sagen kannst. Ja. Jetzt. 27,4. Ja. 26,9. Ja. 27,1. Ja. 26,7. Ja. Tank noch voll machen oder dann halt die nächsten Platz, keine Ahnung, wo wir mittlerweile sind. 23 oder so. Ja, wir mussten oder haben irgendwie zwischendrin angefangen mit den Reifen setzen, deswegen sind wir jetzt irgendwo bei 20. Der Akte X AMG, ja, das dürfte der Akte X AMG sein, ja. Wie bitte was? Der AMG war irgendwie 50 Meter vor Michel oder so. Dazwischen war noch ein anderes Fahrzeug und auf einmal ist der für Bruchteil einer Sekunde einfach vor ihm erschienen. Wirklich so einen Meter vor ihm. Ah. Und dann war er direkt wieder weg und war wieder da vorne, wo er eigentlich war. Also Monster-Lag quasi. Und jeder hat es gesehen. Michel und ich aus dem Spectate. Und alle so, what the fuck? Wurde auch geklippt, glaube ich. Mal gucken. Aber was gesagt, das jetzt mit Akte X Musik unterlegen, perfekt. War eh schon Nacht, weißt du, so ein richtiger Geist, der auf einmal da erscheint. Faster car coming up behind. Watch out. Die Melodie von Ghostbusters laufen lassen. Ja, das ist gut. Can you please go away with your fucking boldly? Thank you! Ja, das ist halt wieder die 231. Es ist immer die 231. Ey, es ist der Wahnsinn. Echt unser Lieblings-Bentley. Welche Handschuhe ich hab. Das sind die Sparco Hypergrip. Aber ich bin ganz ehrlich, ich empfehle sie nicht weiter. Sie sind für das, was sie sind, viel zu teuer. Oh, you gotta be fucking kidding me! Das ist jetzt schon das dritte Mal, Alter. So. Okay, also Jungs, ich pack's jetzt. Busy Chat, jo. Ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Lasst euch nicht sehr ärgern von Dizzy. Dave unterstützt die ganze Sache noch ordentlich. Kannst du jetzt bitte auch weggehen? Finde ich mega nice. Und ja, ich an Ray Chat natürlich auch. Tschüss, gute Nacht. Bis dann. Schöne Nacht. Nachti. Weil ich morgen früh noch schlafe. Gute Pace. Ich bin auch schneller. Oh, I try. Lass sie alle weg. Bitte.
Ja, das muss ich da eigentlich auch nicht ärgern. Ich meine, die Pace passt ja eigentlich auch ziemlich gut. 10 Sekunden jetzt schon von Platz 30 weggekommen, irgendwie nach wenigen Minuten. Pace ist super stark, auf jeden Fall. Bei Skyline steht in einer Vorsicht. Da stehen noch zwei. Entschuldigung, zwei. Alles gut. Kannst du nicht wissen. War auch mehr ein Gag. No, war wieder Schwesternauto mit dabei. Naja, ich wollte es auch gerade sagen, ich glaube, das war Schwestern, aber. Nee, die sind Dyking, bitte, Mr. Dyking, can you please send the Mercedes away? I want to follow you, and then after that I want to pass you, because I guess I'm faster at the moment, so please send in. Please send in. Sie diese Kanäle noch jetzt noch nicht, oh Gott. Nochmal. Wenn Sie unseren Kanälen jetzt noch nicht folgen, dann lassen Sie jetzt gerne ein Follow da und singen Sie auch Follow. Versuchte Radiomoderatorenstimme. Ja. Klingt wenigstens halbwegs danach, oder? Ja, doch. Wird schon sein. Okay. Jetzt noch mehr Bass aufs Mikro legen und dann geht's vor. Gerade sagen. Wenn ich ein wenig mehr Bass auf das Mikrofon lege, dann klingt das doch gleich viel besser. Oh, Scheiße! Und ich hab meinen Anschluss verpasst! Nein! Anschluss. Oh, jetzt hänge ich wieder dahinter. Hatte vergessen umzusteigen. Ja, das ist halt schon bitter, wenn man einen Anschlusszug verpasst. Oh, Mann. Die voll am Leiden. Oh, der Verkehr mag mich heute echt gar nicht. Gut, wir hatten nur einmal ganz am Anfang oder nach 2,5 Stunden hatten wir ein Disconnect und wir konnten nicht direkt wieder drauf joinen und ja, dem fahren wir jetzt halt hinterher, beziehungsweise jetzt hinterher, wir holen jetzt halt einfach wieder auf. Also wieder zwei abgelegt da hinten. Also jetzt blinkt die ganze Zeit gelb auf der Karte. Ist ja wieder, merkst du, mit Nacht. Ja, ist eine Stunde nach Mitternacht, ist wild. Ja. Drei. Weil egal wer wie sich jetzt irgendwie davor ausgeruht hat, wenn er fährt, es ist wahrscheinlich von 90% des Fahrerfeldes oder eher mehr nicht der normale Biorhythmus. Okay. Und das kann schon was ausmachen. Nee? Ja, warum auch? Ich bin ja auch 29. Also, Künze ist ja Grund, also. Oh, du bist ein Engel, ich küsse dich, ey. Oh nein, wollen wir das wirklich hier tun? Oh, wir tun's! Oh, ich danke dir. Norris ist ein Risiko-Chat. Schön liegen sehen, so wie er über den Körper gefahren ist. Geht's ihm gut? Oder hat er sich abgeschossen? Ferrari, grüß dich. Ja, Mount Panorama Mitternacht, da können sie auch mal Geister geben. Wobei, die Geisterstunde hatten wir schon vor 2 Stunden. Ja, es war nicht mal Kotbraun. Das war Kotpups. Hauptsache dem Mercedes geht's gut. Das war jetzt ein bisschen wild. Ja, man sagt ja nicht umsonst zu Bathurst die kleine Nordschleife. Also zumindest mal der Bergabschnitt kann man darunter. Wobei manch einer sagt ja immer noch, Bathurst ist sogar noch gefährlicher. 2,19? Oh nein, weil jetzt sag ich nicht. Oh Mann, sind. Das tut aber mir leid. Ich wollte nicht abschließen. Bei der Nordschleife ist es scheißegal, ob die jetzt einen Meter weg sind oder direkt dran sind. Oh nein, ich Arschloch. Halt du, deswegen nehme ich immer so viel Rücksicht. Ich hoffe, er hat sich jetzt nicht irgendwie das Auto zerkracht. Was war denn das jetzt? Das war 28, nur 4 Sekunden weg. Läuft. Geh wieder vorne. Ja, Mira, ich finde, also doch, ich glaube schon, ja, schwierig zu sagen. Also ich finde beides sehr anspruchsvoll und sehr gefährlich irgendwo. Oder was ist gefährlich? Gefährlich, schwierig, konsequent. Ja, mir fällt das Wort nicht ein.
Die Konsequenz eines Abflugs ist sehr exitus. So, was für ein Deutsch. Oh. Ja, dann ist gut. Ist schon spät. Ja. Wie viel, hast du noch nicht mehr viel, oder? 5 Runden. Boah, ich muss wieder wach werden, ey. Das geht 13 Minuten. Also heute Bernd Pietz mitgefahren, Ferrari. Glaub schon, ne? Ich will schon seit gefühlt 20 Runden was trinken, aber gut. Irgendwie... Ja. Stimmt, machen wir. Genau, ich geh danach nochmal doppelt zünden, ja. Nee, das muss er noch alles einstellen, ich sag das ihm aber gleich nochmal. Genau, Martin, ich habe das direkt bei Porsche gekauft. Allerdings braucht man da beim Online-Shop bei Porsche, glaube ich, eine Kreditkarte. Ich habe da mal eine ausgelehnt dafür, tatsächlich, weil selber habe ich gar keine. Aber ja, nee, habe ich direkt beim Porsche-Shop. Da habe ich gleich mehrere Shirts gekauft, tatsächlich. Ich finde tatsächlich, die sitzen auch vom Schnitt richtig gut, richtig guter Stoff. Sitzen sehr gut. Klar, kostet auch ein bisschen mehr. Aber ja, finde ich die richtig, richtig gut. Und ich meine, das ist schlicht und trotzdem irgendwie, mir gefällt's. Da ich aufs Geige drauf war, ein gelb-grüner Flügel. Okay, das wird jetzt ein gutes Manöver-Check, pass auf. Kein Battle mit Andy und Jesper. Okay, ja, sehr cool. Ja, Hauptsache, es hat Spaß gemacht. Das ist das Wichtigste. Ja, Mephisto ist doch egal. Ich meine, wir können es auch nochmal warten, aber. Wir halten eigentlich 13 Stunden, denke ich mal, bei der Strecke schon. Können auch nochmal eine Stunde warten. Weil wir haben den Disconnect nach 2,5 Stunden gehabt. Sprich, rechnen wir die weg und wir reden nur von einem 22-Stunden-Rennen, wäre jetzt genauso die Halbzeit. Also ich denke schon, dass es okay ist, jetzt zu wechseln. Besser als, es hat ein Shirt gekostet. Unterschiedlich, ich habe verschiedene Shirts. Also, ich habe ein Martini-Shirt noch, also mein Porsche Martini, das war richtig teuer. Aber es sieht auch übelst gut aus. Und das hier war, glaube ich, günstig, verhältnismäßig. Ich weiß gar nicht, wie viel das gekostet hat. Weiß ich gar nicht mehr, aber nicht viel. Thanks, Mr. Darking. Und die RSR-Shirts, ich habe hier noch drei RSR-Shirts, die waren auch okay vom Preis tatsächlich. Also es ging. Ich sage ja ein bisschen teurer als jetzt so ein normales weißes Shirt, würde ein bisschen weniger wahrscheinlich kosten. Nee, Elliot haben wir noch nicht. Wir waren After qualifiziert. Wir hatten auch eigentlich die Pace, ja, wir wären eigentlich irgendwo da vorne mit dabei, aber wie gesagt, wir hatten... Wir alle nochmal, die das nicht mitbekommen haben, wir hatten einen Disconnect und wir konnten nicht direkt rejoinen. Wir haben ungefähr, so sage ich jetzt mal, 12 bis 14 Minuten gestanden, waren dann halt nach 2,5 Stunden Renndistanz halt dann einfach 7 Runden zurück. Und ja, deswegen mussten wir uns allein wieder durchs ganze Feld mehrfach zurückrunden, damit wir überhaupt wieder Position gut machen können. Also deswegen... Impace ist stark, also passt schon. Wir können da vorne mitfahren. Esnodi. Ja, aber Hoodies sind eh gleich viel teurer. So. Von dem ich habe jetzt noch 3 Runden, okay. Ray. Okay. Der 800 Euro ein Kugelschreiber, okay, den habe ich jetzt nicht. Denk auch gleich nicht nochmal auszuwählen als Fahrer und würde sagen, wir machen jetzt auch den Bremsenwechsel.
2500 Euro eine Porsche Shisha. Porsche Shisha? What the fuck? Okay. Hat die immerhin eine Form von einem Boxer 6-Zylinder oder? Um die Mittapper hier. Echt? Ne, ich glaube, bei dem Preis ist es wahrscheinlich nicht drin. Der ist so günstig. Volltap. Aber wenn dann Luft gekühlt. Ja, das hab ich doch, ja. Bei Shisha ist er eher Wasser gekühlt, dann, oder? Was haben wir denn jetzt? Wind hat zugenommen, okay. Wer war dran, sieht, hört man Boxer 6 in den Herzen. Flasche schon mal auf. Modeling. Ja, Porsche-Design ist anders wild. Aber eine Shisha hätte ich auch nicht gedacht. So, ich werde mich mal beim Discord muten. Ich werde dann komplett auf dem Team switchen. Küsschen, Herr Oppermann, Mein Chat weist mich gerade darauf hin, dass du mir noch 108 Liter von 110 geben möchtest. Ja, ist fixed. Danke, Chat. Letzte Runde. Kobi, ich bin da.
Box, die ist leer. Hey! Da ist er ja wieder. So, Ray, toi toi toi, du machst das, Diggi. Mr. King, it was a pleasure and an honor to drive with you on the same track. Good luck, have fun. Alrighty. Bremsenwechsel hast du drin? Yes, sir. Perfekt. Deine Bremsballons? Mach mal 53. Okay. Machst du mir das Auto an? Yes, sir. Perfekt. Ja, war sehr nice, Dizzy. Sah sehr, sehr entspannt aus. War auch relativ entspannt, ehrlich gesagt. Also Spaß war auf jeden Fall da, wie du es kommentiert hast. Durchgehen. Wow. Oh. Ich bin halt ein reiner Nachtfahrer, ne? Da fahre ich am besten. Du bist reiner Nachtfahrer, Ray ist reiner Heldfahrer. Ich reiner Heldfahrer, ja. Boah, ja, ich war gern eigentlich bei Dämmerungsbedingungen so. Also Nacht muss nicht sein, aber passt schon. Ich nehme alles mit. 20. Ich wollte gerade fragen, das kommt mir so ewig vor, aber klar, Bremsenwechsel dauert ja 40 Sekunden. Mhm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go, go, go. Perfectly. Viel Spaß. Danke dir. Toi, toi. Maja. Hm. Es war wunderbar. Was bitte? Es war wunderbar. Ja, das kann man schon mal. Das war ganz gut. Oh. Ich hatte ein wenig Schlaf nachgeholt. Schön, war glaub, gut. Gehört du das auch gleich ein Powernap? Ja, zwei Stunden. Ich war vorhin ein bisschen muffig halt wegen den Situationen, aber musste mich dann kurz mal hinlegen, um das wegzumachen, um anzugreifen. Ich denke auch, das Blöde ist, wenn du den ersten Stint direkt übernimmst, nachdem halt sowas passiert ist, weil dann denkst du dir, Mai, jetzt muss ich halt nochmal richtig viel wieder gut machen. Und dann bist du halt auch noch in so einer extremen Verkehrslage, so hier Stau auf der A63. Ja, das war richtig schlimm, ey. Also die ersten beiden Zähne, ich bin ja nirgendwo durchgekommen, keiner hat Platz gemacht, alle dicht gemacht, irgendwie. Ja, aber jetzt geht es halt gut voran, das ist super entspannt. Naja, wie weit sind wir gekommen? 27 gerade, ja, ne? Ich glaube, auf 27 waren wir. Also. Boah. Ja, gut, jetzt sind wir die Frage, wie es Boxstop bereinigt ist, aber ich denke, rein Pace-technisch. Ich habe schon vermutet, also ich denke mal, obere Klassementhälfte waren ja 44 zu Beginn. Also P22 sollte drin sein, vielleicht sogar P20. Das wäre nice. Ja. Kann ja gleich wieder duschen gehen. Schon wieder komplett durch hier. Oh Gott, ey. Du bist ja noch da, Dave, ne? Dann würde ich vielleicht mal ganz kurz eine Minute AFK sein und mich kurz mal bewegen, weil meine Beine sind richtig steif. Ja, selbstverständlich. Das wäre super lieb. Danke, Dave. Und dann bis gleich, Chat. Bin gleich wieder da. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sei ich jetzt auf dem Weg. Honda, der sehr weit vorne mit dabei ist, an der Box gewesen. Und kommt direkt neben uns raus. Sehr gut, das Belastung. Aber sowas weiß man halt auch nicht, ob man direkt den Fahrer vorbeilassen sollte, ob man vielleicht kurz einen Moment wartet. Ich habe das Bild immer ein, zwei Sekunden versetzt, deswegen seht ihr wahrscheinlich dann früher, was passiert. Aber Ray hat hier nochmal gewartet, das ist entspannt.
Ich denke auch, dass das irgendwie, insbesondere zu Beginn eines Stints, Grand Ray hat das letzte Runde übernommen, das Auto, dass es da halt auch eigentlich echt cool ist, wenn man da ja ein bisschen entspannter losdüsen kann und dann sich mal ein bisschen Rhythmus einfindet. Summer, Error hier, noch da? Das Cake Wiggle ist ja mal mega cool. Wer da? Eure Radiomoderatorenstimme aus Bathurst 101. Wir begrüßen euch aus Runde 365. Fun Fact: Ein Jahr hat ebenso viele Tage, wie wir nun Runden absolviert haben werden nach dieser Runde. So, ansonsten 4 Sekunden vor dem Bentley mit der Nummer 8. Ja, aber ansonsten, gut, erste Runde 2-4-1, wie gesagt, ja, da sehen wir schon, easy snack, 18 rausgeholt im Vergleich zu vorhin, prognostizierte Zeit 2-2-0 bei Ray, überrunden lassen, kostet ein bisschen Zeit, aber bringt wahrscheinlich Routine rein. Werbung wird präsentiert von Dave Gaming. Werbung wird präsentiert von Dave Gaming. Wenn Sie nun einen Twitch Prime Sub. Nummer 23, also Platz 23, die Nummer 141, hatte da kurz ein paar kleinere Problemchen. Gut, dass wir da ausweichen konnten. Ray gut reagiert. Wenn Sie nun einen kostenlosen Prime Sub da haben, dann lassen Sie ihn gerne da. Auf der Plattform eurer Wahl könnt ihr einen Streamer unterstützen. Twitch Prime is not a crime. Gute Frage. Ich würde sagen, wenn die 130, ja gut, ändert sich. Ja, wahrscheinlich hat er sich gerade kurz angestrengt. Kurz ein, zwei Kniebeuge. Hier könnten Sie Ihre Werbung hören. Der Grund ist, der haut 100 Becerinos raus und schreibt, hier könnten Sie Ihre Werbung hören. Machen wir mal ein bisschen mehr Bass rein.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben nun eine maximal bassige Stimme erreicht. Da gibt es ein bisschen mehr Dinge ebenfalls. Aber schauen wir mal, was wir jetzt machen. Ansonsten könnte man die Tiefen komplett rausnehmen. Michael, bitte an Kasse 3. Vielen, vielen Dank. Okay, Leute, jetzt kommen wir nicht mehr über Dizzy lästern. Ah ja. Oh. Hey. Wir haben gerade über Twitch Prime gesprochen und Werbung. Hi. Ah ja, ich sehe, David. Ich sehe. Ach ja. Ey, letzte Nacht war nur ein bisschen kürzer. War sehr, sehr lustig und mal entspannt, komplett quasi allen Druck abzulassen, fallen zu lassen. Bon Appetit, Monsieur. Ja, erstmal zwei Äpfel im Kopf rein hier. Das ist Vitamine. Ja, richtig. Hey Rex, danke schön mal für 10 Subs. Und Aldo, danke schön für 100 Bits. Ich habe keine Ahnung, was bei euch los ist, Leute, aber wir haben heute fast, glaube ich, 500 Subs geballert oder so. Ihr seid völlig gestört. Und es ist mitten in der Nacht. Und es sind immer noch 11 Stunden. Danke. Bist du eigentlich vielleicht die Nacht durch? Also ich werde durch morgen bis morgen, ja. Ich habe ja jetzt genug geschlafen. Ich will nachher nochmal duschen. Ich muss ja nicht mehr fahren. Also ich fahre jetzt gleich nochmal 2 Stunden. Und hey, Burg, also du fährst jetzt um 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr ungefähr, ne? Nochmal. Ja, genau. Also nach Ray dann. Oh, das ist die schönste Zeit. Das ist immer so angenehm, so also mitten in der Nacht. Mhm. Weil die meisten... Wie ist eigentlich dein Was? Ja. Weil die meisten halt nachts verpenzeln und kannst halt ballern ohne Ende. Ja. Viele sind es halt einfach nicht gewohnt, ne? Mhm. Der ist eine 1,59,6 gefahren, der Zweitplatzierte. Was geht denn bei denen ab? Ist das der Honda? Ja. Ja, der Honda, da wundert mich gar nichts. Wieder. Der Honda ist wild. Ja, wie sieht bei dir eigentlich so schlafrhythmusmäßig das Ganze aus? Weil
gehört, du bist ja gerne mal nachts aktiv. Hin und wieder bekomme ich aber mit, dass du ja auch wie teilweise auch früher schon am Tag was postest. Also aktuell stehe ich zwischen 7 und 8 auf. Morgens oder abends? Morgens. Ich fahre nur nachts Stints in langen Rennen, ansonsten bin ich nachts fast nie wach. Also ich habe relativ normalen Rhythmus. Ha. Warum? Warum liegt dir das so gut und warum wählst du dir dann die Stints teilweise so aus? Weil ich glaube, du hast, ich werde zumindest auch mitbekommen im Vorhinein, deswegen habe ich das auch so zugeteilt und ich habe auch bei deinem Stint mal gesehen, dass du nachts super gern auch fährst. Weiß ich nicht. Bin nachts am schnellsten. Vielleicht wegen dem Licht oder so, weiß ich nicht. Also ich fahre nachts, ich weiß nicht, komme ich einfach am besten klar. Das ist entspannt. Also ich meine, ich bin glaube ich jetzt konstant 2-2 gefahren. Mhm. War schon nicht schlecht, glaube ich. Richtig. Aber ansonsten habe ich einen ganz normalen Schlafrhythmus. Also kommt drauf an. Ich pendel zwischendurch auch noch ein bisschen, weil ich noch etwas tue für meine Zukunft. Da bin ich auch ab und an mal nachts wach, aber da schlafe ich dann einfach nur 3-4 Stunden und habe sonst immer relativ normalen Schlafrhythmus. Okay. Ja, das ist wichtig. Gesunder Schlafrhythmus ist immer gut. Geht auch gar nicht anders mit dem Sport. Also dadurch, dass du so viel Sport machst, bei mir halt um 11 oder so bin ich so müde. Da ist Feierabend. Wie ist denn dein Schlafrhythmus? Okay. Ja gut, also ich sag mal so, ich genieße es halt irgendwie schon bei Nacht zu arbeiten. Irgendwie finde ich da die Atmosphäre am coolsten. So ein bisschen dieses romantische Bild, so um dich herum steht alles. Und du bist so das Einzige, was sich bewegt in der Welt. Und gut, natürlich nicht die Welt, weil in anderen Zeitzonen wird natürlich dann auch zu anderen Zeiten gearbeitet, aber war letztendlich so um 5-6 geht's ins Bett. aber ansonsten recht entspannt. Aber ich probiere das auch immer wieder mal so ein bisschen nach hinten zu schieben, also ein bisschen früher zu pennen, aber hinbekommen tue ich es glaube ich auch eh nie. Sport regelt das von alleine. Morgen Sport machen, bist du abends groggy. Eieieiei. Was so? Ah, da möchte ich ja frisch sein, weil. Beim Sport? Ja, nee, abends. Aha. Schön auf 1. Die Boys, Gönnung. Ja, richtig. Schwesternteam ist auf Platz 5. Die hatten jetzt erzählt, der Vincent war vorhin da, dass die jetzt in der Nacht hier und da mal ein paar Problemchen haben. Ja. Und dass das da ein bisschen hin und her geht. Aber ich hatte da zumindest gesehen, dass sie vor dem 6-Platzierten noch eine Runde Vorsprung hatten. Ungefähr, also immerhin ist das schon noch was. Ja, also. Ja, das ist schon ordentlich bei dem Fahrerfeld. Mhm. Das ist schon ordentlich. Ich kann verstehen, wenn man unzufrieden ist, wenn es mal ein, zwei Problemchen gibt, aber ich denke mal, die können auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit ihrer Leistung sein. Auf jeden Fall. Du kannst nicht auf meinen Schoß, du kleiner Süßer.
das war gut. Das war ein Feuerwerk. Das hat Spaß gemacht. Der Verkehr war ein bisschen scheiße, aber manchmal. Oh, mich ärgert das so, dass Pitfall heute so rumspinnt irgendwie. Voll kacke. Ich glaube, ich mache es aber heute auch nicht mehr lang. Und zwar mittags ein bisschen Schlaf nachgeholt, aber den Schlaf vom kommenden Tag ersetzt es nicht. Ja, dann knackt man einfach eine schöne lange Runde. Bis zum Morgen schön frisch auf dem Sonntag. Mach ich gleich nochmal. Schön ins Bett nageln. Kannst du eigentlich einschlafen, wenn du dich einfach so ins Bett legst direkt, oder brauchst du ein Weilchen dann immer? Kommt drauf an. Also vorhin bin ich relativ gut eingeschlafen, aber da war ich auch schon groggy. Ich habe ja heute Morgen noch Sport gemacht. Die Ereignisse waren ja auch ein bisschen nervenaufreibend. Mhm. Aber meine Katzen waren, eine Katze lag am Rücken, eine lag vorne am Bauch. Da pennst du sowieso immer gleich schnell ein. Das finde ich auch geil. Das habe ich früher bei meinem alten Hund nie gemacht. Bei meinem neuen mache ich das super gerne, im selben Bett pennen. Ja. Gut, Kleine das. Kuschelt sich da irgendwo bei den Beinen ein und dann ja, aber ich hat sie so ein. Wolltest du sagen? Sorry. Nee, ich wollte sagen, du hast ja auch einen relativ kleinen Hund, da geht das ja. Am Anfang hatte ich irgendwie ein bisschen Angst, dass ich den zerdrücke, aber. Na los, komm. Liegt der irgendwo bei den Beinen rum. Halt irgendwie auf Brust oder so. Na los. Ja, dann komm hoch hier. Ich weiß, ich schlafe auf deinem Sitz. Alles gut. Alles gut. Erinnerung, deine Schlafenszeit beginnt. Nee, heute nicht Uhr. Heute nicht. Ich bin gleich wieder da. Ja, mach das. Ich werde mal, Chat, von der ganzen Knete, die heute reingekommen ist, werde ich mal, morgen oder Montag, werde ich mal gucken, dass ich Emotes in Auftrag gebe. Ich muss mal überlegen, was wir jetzt machen. Wir wollten irgendwie so ein, keine Ahnung, irgendwas Cooles, hier wie das blaue Männchen bei Sascha, das wäre ganz geil, aber mir fällt noch nichts ein. Wenn ich mal am Montag, wenn ich mal eine ganze Batterie machen lassen, werden wir die mal alle austauschen, so langsam. Weiß ich nicht, Vexos. Leute, ich kann euch leider keinerlei Informationen geben zu irgendwelchen Vordermännern, weil mein Pitbull spinnt komplett rum. Ey! Ey! Hallo! Ey, du Blödmann! Lass meinen Sitz in Ruhe, du Eimer! Sag mal! Wir brauchen ein Opti-Grill-Emote. Ja, das habe ich schon eingeplant. Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht. Ich werde mich da morgen mal ganz in Ruhe hinsetzen und dann lasse ich mal eins machen. Ja, Michel hat auch so einen schönen Pinguin. Ey, ich ärgere mich voll. Mir ist bis jetzt noch nichts in den Sinn gekommen. Katze ist, glaube ich, gar nicht so geil. Obwohl Katze eigentlich naheliegend wäre. Thank you.
Erdmännchen sind der Shit. Ja, aber ich habe ja mit Erdmännchen gar nichts zu tun, ne? Katze hat halt niemand auf Twitch. Ja, aber dann, das Katze ist, glaube ich, ziemlich schwer irgendwie. Aber Katze wäre halt am naheliegendsten. Ja, Dizzy Wiggle machen wir auf jeden Fall. Also Dizzy Wiggle, ach, so viele, den Schreibblock, die ganzen coolen Emotes. Wenn du was naheliegen müssen möchtest, nimm Faultier. Aber vielleicht machen wir einfach eine Katze, mal gucken. Katze ist ja ziemlich gut. Ja, ich hab Katze. Fertig, das war's. Mehr habe ich nicht. Wobei eigentlich Faultier ziemlich geil wäre, so. Faultier würde ich eigentlich fühlen. Das wäre witzig, das passt ja eigentlich zu unserem Chat so ein bisschen. Wir sind halt ein bisschen ruhiger und gesetzter. Mann. So mager. Kurze Frage. Ja. Kann ich mit irgendwas steamen? Nee. Irgendwie Stintplan, irgendwie Sprit, irgendwas. Nö, eigentlich kannst du schlafen gehen. Das kannst du dir gönnen, Dave. Ich bin hellwach. Also, wir haben alles da. Ray ist fit. Hobby. Das ist nice. Ja, ihr rockt das auf jeden Fall. Ich meine, 5 Uhr steht da auch Ava auf, der steht da ja immer auf. Ist ja dann da auch da wieder topfit. Chat und ruhig. Summer. Ansonsten vielleicht nochmal mit einem guten, schlechten Witz. Na dann los, Feuer, gib ihn mir. Ja, okay, let's go. Wie heißt Sonnenuntergang auf Finnisch? Helsinki. Okay, ja. Und in diesem Sinne, gute Nacht! Oder eine alte Streamer-Weisheit, die ich mir überlegt habe. Stream? Ja, wobei, kann man das so sagen? Na, sag doch mal. Ach so, ja doch, nee, passt. Stream ist wie Furzen. Wenn du dir zu viel Druck machst, wird's scheiße. Ah ja. Das ist gar nicht mal so unrichtig, ja. Das ist gar nicht so falsch, das würde ich sagen. Oh. Jo, mein Lieber. Ich mache mir jetzt mal keinen Druck. Mach du dir auch später keinen Druck. Na. Dann wird das alles richtig geil. Schlaf schön, Dave. Bis später. Oh, tschüss. Auch ciao im Chat. Folg Dave. Dave Gaming. Nach mir ist Ava dran, glaube ich, ne? Ja. Nee, heute nicht, John. Heute gibt's keinen Frühstückstream. An 24-Stunden-Rennen machen wir das nicht. Weil das einfach ein bisschen too heavy ist. Wobei Stay so nett und hat gesagt, haben wir ja auf diese Woche verschoben, als wir Burger gemacht haben. Also,
Nee. Faultier mit blauer Flagge. Ey, wir machen jetzt hier nicht 300 Racing Modes, Chat. Hallo? Das ist hier kein Racing Only Twitch-Kanal. Kappa. Ja, krass, Eva. Und da vorne ist Herr Heizer. Hey Burschi, lass dir gut gehen. Ich habe das früher immer super viel, also ich habe schon thematische Emotes gemacht, aber bei mir war das halt immer so, meine Emotes wurden halt nicht sehr viel verwendet, weil die ehrlich gesagt nie wirklich so sehr cool waren. Deswegen habe ich jetzt auch nur noch Gesichter von mir, weil ich das irgendwann nicht mehr eingesehen habe, Unmengen an Geld auszugeben, wenn keiner das benutzt. Das habe ich dann immer als sinnlose Ausgabe gesehen. Ich danke dir sehr, Stan. Das Low Fuel geht halt gar nicht. Oh, Wurst finde ich gar nichts. Wie heißt er? Paul. Da ist er. Tatsächlich. Ich hoffe, das geht. Mal sehen. Oh, Mann, Mann, Mann. Habe ich gefunden, danke. Stan. Ich habe nur noch Wurst rausgesucht. Oh. So leid mir das für euer Team mit P12 am Anfang tut. Dieser Aufhauen-Modus mit euch. Chat bockt umso mehr. Ich mach mich dann mal ready fürs Bett. Euch noch viel Glück und Erfolg. Vielleicht pack auch rein, Maga. Ja. Da reden wir einen anderen Tag drüber, Chat. Heute nicht. Also ich möchte nicht in die Vergangenheit gucken. Oder wir reden einfach gar nicht darüber. Wir machen einfach das hier. Ich glaube, wir reden einfach gar nicht darüber. Glaube ich sinnvoller. Nice. Na gut, sorry. Ach gut, alles gut, Error. Das meine ich gar nicht. Ich meinte eigentlich mich selber. Ja.
habe witzigerweise meinen Stream natürlich nicht neu gestartet bei YouTube. Naja. Scheiße. Dann ist es halt so. Michel würde jetzt sagen, wird eine 59. Michel. Der hat aber auch gerade ganz schön zu kämpfen. Schöner, selbstgemachter Eistee. Dieses Wiggle-Wiggle-Ding, das habt ihr aber auch, ja. Also Wiggle-Wiggle kriegt ihr auf jeden Fall hundertprozentig. Den guten alten Schreibblock, den kriegt ihr auch. Irgendwas anderes, das Lenkrad hier, das kriegen wir auch von Pepe. Das Schwitzer-Ding, das kriegen wir auch. Ja, mal gucken. Ein paar Sachen habe ich mir schon aufgeschrieben. Nee, nicht aufgeschrieben. Lässt er uns vorbei? Jetzt mit P3 im Rücken. Das wird. Schön gemacht von Ray. Gut, gut, gut. Ich werde, glaube ich, Montag erstmal mein ganzes Rig auseinandernehmen. Ich muss meine Pedale, glaube ich, anders machen. Oder meinen Sitz dicht daran machen. Photonlaser kommen auch noch. Also viele von den Gesichtern meine ich in einem richtigen Emote dann. Also ich denke mal, ich werde schon so 10, 15 Emotes werde ich schon machen lassen. Ja, habe ich schon. Was hier war. P28 ist 26 Sekunden voraus. Nee, Ray fährt gerade. Und wenn Ray fährt, also unsere Fahrer sind ruhig. Hatte, dankeschön für dein Träumen.
Texer, schlaf schön. Ey, wir haben für morgen noch, also jetzt, wenn wir die Nacht durch haben, haben wir so viel Giveaways noch, ne? Wir haben noch so viel Giveaways. Wir haben gestern nicht wirklich viel gemacht. Ja, nach der Eulen kriegen wir auf jeden Fall auch noch was. Na klar. Gibt's schon bei MyFood eigentlich auch was? Oder sind die nur in den Goodiebags? Die sind nur in den Goodiebags drin. Die sind nur in den Goodiebags. Wir haben jetzt noch Gutscheine von Sauerkraut und von Speedy Rocks. Und zwei Goodiebags für euch. Einen großen und einen kleinen. Den großen gibt's hier und den kleinen bei Duppy. Kann man als Wort nachher gucken, Sevi. Wie, ob das gefruchtet hat, Dixter? Also die Sauerkraut-Internetseite war heute schon zweimal down und Speedy Rocks einmal down. Also ich sag mal so, einige Menschen haben sich das jetzt schon angeguckt. Und das ist ja Sinn und Zweck der Übung. Ich habe gerade ein neues Wort gelernt, Goodiebags. Wieso? Kanntest du das nicht? Ja, wir haben das jetzt so genannt, weil wir, also, wir haben halt von allem so ein bisschen was reingepackt und haben da halt ein bisschen was zusammengebaut. Also die Platz 1, 2 und 3, also Team 1, Team 2 und Team 3 kriegen ja auch noch Goodiebags. Große. Ziemlich große. Wollte mal ein Kelkwiggle da lassen. Danke, Error. Hier, euer Kelkwiggle, ey. Das sollt ihr kriegen. Das freut mich, Dad. Das freut mich, dass ihr sowas interessant findet. Oh oh, da vorne ist er wieder. Der Zauber Bentley. Thank you.
Na, Emdo, unsere Pace ist halt schon... Also ich sag mal, wir fahren schon Top 10 Pace. Wir müssen halt nur einfach eine fucking Autobahn quer durch Good Old Germany schließen. Wir haben halt 10 Minuten, waren wir vorhin, glaube ich, vom Server runter. Das müssen wir halt alles zufahren. Und ich sag mal so, wir fahren halt alle relativ schnell. Und wir fahren so schnell, wie wir können. Aber zaubern können wir halt leider auch nicht. Ja, frag mal nach, Nebo. Ich habe heute, also ich weiß nicht, kann mich auch täuschen, aber ich habe heute hier richtig ekelhaften Verkehr. Ich habe richtig räudigen, ekelhaften Verkehr heute. Ich weiß nicht, wie oft ich den hier schon gesehen habe heute. Ich kann den nicht mehr sehen, den südafrikanischen Bentley. Vor allen Dingen, weil der immer einen nicht vorbeilässt. Jetzt macht er wieder den Schacht dicht. Das mache ich nächstes Mal auch. Ich traue mich immer nicht reinzuhalten. Vielleicht sollte ich das mal machen. Sehr gut gemacht von Ray. Ja, also die Top 3, da wird jetzt auch, ist ja Nacht. Wer weiß, wie die, ob die gute Nachtfahrer haben. Vielleicht haben die nicht so unbedingt gute Nachtfahrer oder die sind müde. Danke, Galdir. Sandmännchen ist ein guter Nachtfahrer, das stimmt. Das ist der beste Nachtfahrer. Der fährt auch auf der Nordschleife in der Nacht am schnellsten von allen. Oh, das ist ja Thinking sogar. Das ist Thinking Stuhlsen. Nee, stimmt nicht. Das ist das zweite Auto von Yeet. Das ist das zweite Auto. Das andere ist auf 22. Wir hatten einen DC von Ava. Ray war Essen machen. Ray hatte kein Telefon mit, dass wir 10 Minuten in der Box standen. Und dann sind wir von 12 auf 41 gedroppt und von dort aus wieder nach vorne. Also bis 29 erstmal. Dankeschön, Uli. Aber das ist nicht mein erstes Rennen, nee.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also ich fahre, bin schon ein paar mehr Rennen gefahren. Woher? Vor allen Dingen, ich bekomme kein Geld dafür. Als ob ich meinen Chat dafür bezahle, dass er was Nettes sagt. Hallo? Wo kommen wir denn da hin? So, ich mach mal kurz einen Raffel auf, Chat. Nur gute Sachen sind erlaubt im Chat. Okay, los geht's, komm. Yes. Nur nette Sachen sind erlaubt. Ausrufezeichen. Dildo. Auf jede. Ist offen. Wir machen Gutschein für Speedyrucks Chat. Falls ihr euch schon mal umgucken wollt, Ausrufezeichen Speedy, dann könnt ihr euch so eine wunderschöne Matte gönnen hier mit einem Gutschein. Aber an der Stelle wisst ihr was, das ist ja auch gar kein Problem. Wir haben da ja mal was vorbereitet. Uno Sekunde, Sie können sich hier gerne mal ansehen, wie die Dinger aussehen. Wunderschönes Gerät, passt unter das Rig. Kann man sich aber auch unter dem Schreibtisch legen. Ist super angenehm für die Füße, muss ich ganz ehrlich sagen. Tiere lieben das auch. Ich liebe das auch. Meine Füße lieben das auch. Meine Stühle haben es auch gemocht. Funktioniert auch wunderbar. Kann man seinen Stuhl drunter packen. Und was noch viel geiler ist, bei Speedyrucks könnt ihr euch auch einfach mal so einen Spieleteppich holen. Ich weiß ja nicht, ob Leute von euch da draußen schon mal mit Spieleteppiche gearbeitet haben, als kleine Kinder. Da gibt es den Nürburgring. Da könnt ihr nämlich euren Nachwuchs quasi vielleicht schon in Rennsport reinbringen. Ausrufezeichen Speedy. Da kann man Ausrufezeichen Dildo eingeben und dann gewinnt man Gutscheincode für Spieleracks. Und dann kann man da mal reinhalten. Also, Feuer Primer, ja, ne? Nee, war von ja dein erstes? Ach so! D27, DC, es geht nach vorn! Lass laufen, Euder. Das stimmt, ja, Uli. Du bist bestimmt von Ray ein Zuschauer, oder? Denke ich. Weil, da sind wir das allererste 24-Stunden-Rennen auf Daytona gefahren, wenn du das meinst. Oh ja, seitdem hat sich ein bisschen was getan, ja. Seitdem hat sich ein ganz kleines bisschen was getan, das stimmt ja. P26, warte. P26 ist 1 Minute 43 ahead. 1 Minute 43, Chat. Aber Tendenz schrumpft. Ich habe gehört, mit einem Prime Sub, Rein Sub erhöht man die Gewinnchance um 1,2%. Das Ding ist halt, es wäre ein nicer Bait, aber man darf leider nicht flunkern. Nee, nicht leider, man darf bei sowas nicht flunkern, sonst kann man nämlich ganz tolle Ärger kriegen. Deswegen machen wir das hier alles legitim. Keine Baits mit Gewinnspiel-Dingern, weil sonst gibt es richtig auf die Nuss. Okay, Freunde der Sonne, die ganzen Nachteulen da draußen, ihr wunderschönen Menschen. Ha! Oh, Hemi. Hemi, bist du da, Manga? Hemi, schon altes Urgestein aus diesem Kanal. Hemi, bist du anwesend, Moine? Hemi, Nuklor. Hemi, pass auf, ich schreib dir mal eine PM, ja? Hemi, zock, Moinsen. Kannst du da bitte mal drauf antworten? Penny hat auch nochmal Danke gesagt. Joink. Hemi geantwortet? Yes, sir.
Hemi, ich hab dir das, hab dir den geschickt, ja? Hab ich dir zukommen lassen via Twitch. Wisst ihr, was geil ist? Die ganzen... Uli. Ja, das erste war Daytona mit Ray. Ja, das weiß ich noch. In AC war das. Lunacy, dankeschön für 5 Monate übrigens. Wie läuft's? Naja, wir fahren halt nach vorne, ne? So gut wie es geht. Wir fahren alle mit Knallgas. Wenn Sie diese Nachricht akustisch einwandfrei verstehen, dann ist Ihr Müdigkeitslevel im optimalen Bereich. Glückwunsch dazu und möge die Macht mit Ihnen sein. Herr Burschi, danke schön. Stuhlen wir, können wir morgen mal telefonieren? Wir müssen uns mal über den Mond unterhalten. Ich werde mal so 15, 20.000 Emotes in Auftrag geben. Wir machen jetzt mal richtige Emotes hier. Chat hat sich richtige Emotes gewünscht. Und Chat hat heute auch ein bisschen ein paar Subs spendiert. Da müssen wir ja natürlich auch ein bisschen was zurückgeben. Können wir morgen mal eine Liste machen. Du bist ja quasi für die... Ey, so ein Scheiß aus dem Boot wäre geil. Das würde ich auch fühlen, glaube ich. Wir haben ja der Pepe auf dem Klo. Das wäre cool, Stuhl, wenn wir das morgen hinkriegen könnten. Wie läuft's bei euch? Schulzen? Ich habe gesehen, 22. Wir sind auf der... Wir kommen. Ja, das ist auf jeden Fall, Schulzen. Das ist eins der wichtigsten, ja. Ray, brauchst du deine Reifendrücke? Die habe ich mir schon rausgesucht. Danke dir. Also brauchst du von mir gar nichts, ne? Nee, alles gut. Okay. Danke dir. Kein Ding. Okay. Okay. Geht nicht. Du bist gerade aus dem Doppelsinn gekommen? Nice. Say hello to my little friend. Chrissy, danke schön für 5 Bagger. Boah, ich habe heute 4 Äpfel gegessen, ne? Und Haferflocken. Baby. 65 Minuten, Jerry. Dauert ein Stint. Soll ich euch mal was Witziges zeigen, Chat? Damit ihr mal ungefähr ein Ausmaß habt, wie Simracing reinknallt. Das ist meine Bremse übrigens, by the way. Das ist mein Bremspedal im Schuh. Ich spüre das Bremspedal mittlerweile schon am Fuß. Ich bin sehr froh, dass ich nicht so dünne Schuhe habe wie Michel. Coole Bremse, was trägst du für Schuhe? Der Witz ist ja an der ganzen Sache, ich habe mir ja das ganze Paar nochmal. Ich habe mir schon ein paar neue geholt, damit ich nicht so wie Michel irgendwann total am Arsch bin und die Schuhe, die ich seit Jahren fahre, nicht mehr wiederkriege. Deswegen habe ich mir schon gleich mal ein paar Neues besorgt. Neues. Nice. Nee, sind die alten Leons. Ich habe mir für 5 Euro. Habe ich mir Einlegesohlen geholt und benutze die alten einfach weiter, bis sie wirklich gar nicht mehr gehen. Weil, was soll das?
Oh Mann, ich bin eingeschlafen. Habe ich ein Gewinnspiel verpasst? Ja, eben gerade haben wir eins gemacht. Also wir haben wirklich gerade eins gemacht, Philly. Ja, ja, ich habe mir neue gekauft, aber wie gesagt, ich benutze die alten einfach weiter. Die sind schon so aberranzt, die Dinger. Tippitoppi. Nicht dein Ernst? Doch, wir haben gerade eins gemacht, Phil. Kein Scheiß, Fratschat. Wir haben gerade, wir haben eben gerade Giveaway gemacht. Denkst du, ich verarsche dich oder was? Oh, krass. Der ist so weit nach vorne gekommen? Der ist von 12 auf 8 nach vorne gekommen mit seinem V8. Oh, lol, wie geil, ey. Wow. Schöner Stint. Danke dir. Brauchst du irgendwas? Nö, ich glaube, passt alles. Alrighty. Ich würde jetzt gleich ganz kurz mal dich vielleicht 5 Minuten alleine lassen, weil ich muss pushern. Chris, hast du alles hin? Gut, ja. Ja? Okay, weil Dave ist nämlich auch nicht da. Ich warte jetzt mal noch so 2-3 Runden ab, dass die Reifen warm sind und du fahren kannst und dann bin ich kurz weg, ja? Passt. Gut. Alright. Nice. Nee, ich habe keine richtigen Rennschuhe. Ich habe eine dickere Sohle. Ich habe empfindliche Füße. Meine Elefantenstampfer brauchen mehr Feingefühl. Oh, es sind nur noch 36 Autos. Sind mittlerweile 8 ausgefallen. Uff. Ihr Wiggler. Ey, Wiggle, das Wiggly-Boot wird schon gar nicht mehr cool sein, bis wir das haben, Chat. Oder ich muss Express-Fee bezahlen, dass die nächste Woche fertig sind oder so. Oh, nicht witzig, Vexus. Nicht witzig, Vexus. Das sind so Witze, die sollten wir lassen. Ey, Simko, moin. So, wie sieht's denn aus jetzt? Gucken wir mal schnell, was der Abstand sagt. Okay, mein Pitwall spinnt wieder rum. Ja, wir werden eh gleich wieder aufholen. Wo ist der erst denn? Ach, Pitwall ist... Ey, seitdem ich diese Premium-Version von Pitwall habe, ist das nur noch scheiße, ey. Das regt mich so auf. Jetzt habe ich dafür Geld bezahlt, Mann. Und es funktioniert nicht, ey. Juppie! Dankeschön für dein Raid und Moinsen. Was wäre eigentlich, wenn die beste Zeit jetzt immer gefahren werden würde? Würdet ihr Plätze machen? Wir machen auch so Plätze. Also wir fahren unsere aktuelle Pace ist von Top 5 in der Stunde. Zentren in der Stunde muss ich wieder ran. Nochmal 2 und dann bin ich durch. Dann habe ich schon 6 Stunden runter.
Wie läuft das Rennen? Ja. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Im Kreis. Oh, 110. Oh, oh. Den habe ich vorhin so weggebeamt. Ne? Das tut mir so leid. Den habe ich so ins Delirium gebeamt, die 110. Weil ich gedacht habe, er fährt links, weil er irgendwie das... Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Den habe ich so weggebeamt, die 110. Boah. Den habe ich auf Skyline, habe ich den so weggebeamt. Oh. Oh. Ja, Bratwurst ist auf und ab. Das stimmt. Aber unser Bergab heute war ein bisschen, bisschen viel Berg. Oh, der ist gebrandmarkt fürs Leben, wenn er den Ferrari sieht. Der ist gebrandmarkt. Das tut mir wirklich so leid, den muss ich noch eine PM schicken nachher. Warum legst du dich jetzt wieder auf meine Arme hier? Was habt ihr heute im Stream getrieben, Juppi? Russ LP? Nice. Wir waren in der Box. Voice. Ja, Wechselszene halt. Die 110 habe ich wirklich komplett weggenagelt. Ich bin wirklich ohne Scheiß, Chat. Ich war der festen Überzeugung, der fährt der rüber auf die linke Seite. Ich Skyline wirklich nur angetippt und rein in die Esse und ich habe den volle Esse weggebeamt. Also wirklich komplett volles Rohr hinten drin auf Skyline im vierten Gang. Der habe ich komplett weggeschoben. Komplett zerstört. So, Leute, ich gehe jetzt mal ganz kurz AFK. Ich bin gleich wieder da. Weil ich muss nämlich dann bald ins Auto. Und wenn ich nicht die ganze Zeit alleine ist. Also ich lasse euch ganz kurz mal für 2-3 Minuten alleine. Habt Spaß, wiggelt ein bisschen durch die Gegend und dann sehen wir uns gleich wieder. Wiggle, Chat, wiggle.
Wiggle, wiggle, wiggle. So, da sind wir wieder. Aha. Schön. Oh, da vorne ist ja die 28. Hallo. Nice. Wir haben fleißig gewiggelt. Ja, sehr schön. Gut, Chat. Gut, 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 gut. Das Emote kriege ich hier hundertprozentig. Ich werde auch Express-Fee holen. Also bei demjenigen, der das macht, gleich mal fragen, was Express-Fee, ob wir das alles in einer Woche haben können. Wenn wir mal ein bisschen Geld in der Hand nehmen, wa? Von heute. Für die nächsten Rennen. Oh, Herr Heizer hat echt Schwierigkeiten. Little Wrecker, schlaf schön. Bis morgen, denke ich. Ich glaube, ich gehe, wenn Ava nachher da ist und irgendwie Michel nochmal im Haus ist, gehe ich, glaube ich, auch nochmal eine Stunde oder zwei schlafen. Irgendwie nochmal ein bisschen hinlegen. Machen wir Powernap-Schichten.
Ja, Heizer musste heute echt schon. Der musste uns echt ein bisschen häufig vorbeilassen. Frage zu später Stunde. Deine Ganganzeige mit Schallblitz ist in der Infobox. Hast du. Schlumpfi, dafür braucht man. Och, wie heißt denn das Tool nochmal? Wie heißt das denn? SimHub. SimHub braucht man dafür, ja. Kann ich euch nur empfehlen, das Ding. Der nette Mann, der das herstellt, ist auch ab und an mal hier. Ist ein netter Kollege, kann man sich mal gönnen. So, was haben wir denn jetzt auf 27 für den Abstand? 27 Sekunden. Haben wir auf dem Vordermann. Der fährt aktuell 2-3-3. Oh, da macht Ray gute Fahrt drauf. Aber das ist Wahnsinn, Alter, was die alle für Rundenzeiten fahren vor uns. Du musst mir überlegen, Platz 23 fährt 2-2-8. Das ist halt richtig krank. Also das Niveau in dem Rennen ist so unfassbar fucking hoch. Das ist so hoch, das Niveau. Aber haben echt einige Teams sind echt am struggeln. Also viele Disconnects. Good old German Internet hat wieder zugeschlagen. Schön gefangen. Die Zeiten von den Leuten sind so krass. Können wir gleich Wars Wars 5 planen dann das nächste Mal. Ich weiß gar nicht, was als nächstes auf dem Rennkalender steht. Ich bin gerade gar nicht so im Bilde. Ich glaube, ich werde Montag, Dienstag, glaube ich, mache ich mal frei, Chat. Und dann werde ich erstmal alles, erstmal alles aufholen und die ganzen Rennplan, die jetzt kommen in naher Zukunft. Nächstes Wochenende 8 Stunden Imola. Ich habe noch gar keine Mitfahrer. Tech W.
Da muss ich erstmal gucken, ob ich noch wen finde für 8 Stunden, oder? Das ist schon okay. Das ist schon okay. So ballsy war das gar nicht. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch mal die 12-Stunden-Rennen Rad, wo es geht, die 3 aus dem realen Leben an. Ha! Das ist ballsy, Alter. Da geht die Post ab. Da wird auch auf Skyline und im Dipper und da wird überall reingegangen. Da geht alles, Alter. Das ist richtig krasse Kacke. Wenn das nicht so lang wäre, würde ich das mit euch mal gemeinsam gucken. Aber, also abends halt nach dem Stream. Ich gucke mir da regelmäßig mal die Rennen an. Da geht's richtig, da geht richtig Post ab. Ja, musst du mal machen, Error. Guck dir mal so 12 Stunden Bratwurstrennen an, wenn du ein bisschen Freizeit hast. Boah, da geht's richtig ab. Die haben Eier aus Stahl, sage ich dir. Du kommst aber auch echt, du wirst alt. Du kommst gar nicht mehr so gut hier hoch. Aber ich finde, das muss ich ganz ehrlich sagen, bemerkenswert, wie gut der Server das hier aushält. Also das ist richtig potenter Taschenrechner, du. Da im Rechenzentrum. Da könnte man ja eigentlich schon mal vielleicht nochmal so eine Endurance-Season mit nur 24er planen, wa? Hm? Mit der LFM zusammen? Wo ist Endurance-Liga? Das würde ich ja ein bisschen fühlen. Aber Boris ist übelst am Schwitzen wegen dem Server. Ja, das glaube ich. Das glaube ich, dass der schwitzt. Aber der hält echt gut stand, muss ich sagen. Ah, das ist auch Wahnsinn, was die Jungs von LFM da auf die Beine gestellt haben. Also, muss man einen Hut ziehen. Muss man einfach einen Hut ziehen. Ganz, ganz starke organisatorische Leistung. Nee, bist du verrückt? Doch nicht jede Stunde 24er, nein. Aber so eine Season? Wäre schon mal... Oh, Ray. Alter, du... Okay. Wie viel Schaden hast du? Vorsicht, kommt einer? Vorsicht. Kommen jetzt ganz viele. Wenn du außen bleibst, kannst du langsam rufen. Kommen jetzt noch 2. Noch einer? Jetzt kannst du. Ist arg im Arsch? Vorsichtig, kommen noch 2 jetzt.
Jetzt kommt noch einer. Danach hast du ein bisschen Platz. Jetzt hast du ein bisschen Ruhe. Der ist jetzt Skyline rum. Vorsicht. Okay, super. Hinter dir kommen jetzt zwei. Danach kommt noch einer. Vorsicht, hinter die kommen jetzt, kommt noch einer angeflogen und dann vier in Viererpack. Danach kommt Viererpack. So, ich hab Mikro gemutet, ich depp. Gib mir mal bitte die Drücke meine. Ich brauche meine Drücke. Ja. 26, 27, 4. Ja. 26, 9. Ja. 27, 1. Ja. 26,7. Ja, danke. Alter, das Auto ist Kernschrott, ne? 2 Minuten 41. Naja, der ist dir schon gut reingehagelt hinten. Ja, ja. Deswegen, ich hab's die ganze Zeit gesagt, das hast du nicht gehört. Bitte reporten, ne? Denjenigen. Weil wir haben jedes Mal, obwohl wir nicht ausweichen konnten, eine Drive-Thru bekommen. Also erwarte ich halt dann das Gleiche auch für andere. Okay. Oh Gott, so dumm. Ich hab's echt noch gut gesaved, ne? Diesen Scheiß. Und dann ballert er mir da halt voll hinten rein. Hallo Lena. Oh, welches Auto war denn das jetzt? Das war Dalking. Bentley auf 4 anscheinend, sagen sie. Ja. Clip, bei mir gibt's einen Clip auf jeden Fall. Schick das mal in DC's Chat rein, wenn das geht bei ihm. Nee, also ich sag mal so, es kann schon sein, dass er nichts mehr machen konnte, aber ich sag's halt auch, andererseits, wir haben jedes Mal eine Drive-Thru bekommen, obwohl wir auch null ausweichen konnten an blinden Stellen. Also warum sollten wir dann nicht auch reporten gegenüber anderen? Dann muss es gerecht für alle sein. Report ist raus. Danke dir. Ja, längster Boxenstopp des Rennens. Nee. Wir hatten schon einen längeren. Der ja, ging gut, auch. Wenn man den Disconnected zählt, ja. Der war lecker. Ah, das ist jetzt so bitter. Wir haben so gut aufgeholt, ey. Das nervt mich jetzt. Alles gut, fahr weiter. Ja, das sah Vollgas aus, schieb eben. Also ja, ist auch egal. Ist wir haben Try-Throughs bekommen für Aktionen. DC konnte nicht ausweichen, never. Ich konnte never was machen. Der hat eine Vollbremsung vor mir hingelegt. Und haben eine Drive-Thru bekommen, ist okay, dann müssen es aber auch alle bekommen. Lena, das ist korrekt. Der ging ein paar Tage. Willst du noch eine volle Stunde durchfahren dann? Ja, ja, ich baller jetzt halt noch. Ja, oder? Das ist ja Quatsch, jetzt einen halben Stint zu fahren, das macht ja auch keinen Sinn. Alles gut. Ich dachte so, ja, komm, ich krieg's noch gedreht, nicht einschlagen, jawohl, geil. Und dann. Ja, da ging alles rein. Ja, der hat voll ungebremst reingeballert, ne? Also, kann hier nichts machen. Nee, alles gut. Viel Spaß. Danke dir. Also gut, Leute, nochmal ein voller Stint. Bleiben heute aber auch echt von nichts verschont. Wir nehmen alles mit heute. Alles. Naja. Ist wie es ist. Ja, ich war im Discord nicht gemutet, Deep Tronic.
Boah, das Rennen ist wirklich, also gefühlt Dauerhasseln. Hier ist keine ruhige Minute. Wir haben irgendwie, wenn wir aufholen, danach ist gleich wieder noch mehr aufholen. Chat, mehr Wegeln jetzt. Wofür, Max? Den Clip? Hab schon reported, Chat. Schon raus. Report ist schon raus, danke. I call it a night. Bis später. Bis später, Bommelsen. Gab jetzt nicht so viele Rennen, wo es keine Vorfälle waren, oder? Naja. Also ich sag mal, die letzten zwei waren jetzt Aber ist egal. Gehört dazu. Da muss man rauswachsen. Damit muss man leben. Das Klopfen ist beim Stream, ja. Das war dein Nachbar. Der findet sich schon, alles gut. Der findet sich schon, glaub mir. Wir haben schon einen anderen Scheißehaufen vernascht heute. Ich glaube, wir haben heute alle Nerven aus Stahl ja, ihr wisst, was ich meine. Okay, ich sehe es gerade, er hat eine Drive-Thru bekommen. Also. Sie haben einen roten Faden, die Rennleitung, das gefällt mir. Kann ich dir echt nicht sagen, Langeweiler, du. Ich kann euch echt nicht sagen, was geht und was nicht geht, weil das Problem ist, wir waren 10 Minuten nicht im Rennen und also wir fahren wirklich schon, würde ich mal sagen, sehr zügig und ambitioniert. Aber es ist alles so unrealistisch. Also nicht unrealistisch, aber da sind halt Leute, die fahren vor uns alle übel schnell. Also die Top 20 fahren auch alle übel schnelle Zeiten.
Nee, das war kein Rennunfall. Das war gelbe Flagge und der ist mit voller Esse durchgefahren. Gelbe Flagge heißt, dass du langsamer fahren sollst. Also wir haben heute auch schon 2 DTs für sowas gekriegt. Also ich würde mal sagen, die gelbe Flagge wurde halt in dem Moment dann ignoriert. Hätte man halt bremsen müssen. Keine Ahnung, Chad, I don't know. Ich habe den Report noch rausgeschickt. Ich diskutiere über sowas auch in den Rennen nicht rum. Das entscheidet die Rennleitung, nicht wir. Alles andere ist mir ehrlich gesagt Bums. Das artet nämlich immer nur aus in kriegerische Diskussionen, weil da super viele Leute unterschiedliche Ansichten zu haben. In den nächsten Sinn fahre ich nach der Stunde hier. Langeweile. Rotwolf, weil wir einen Disconnect hatten und Ray war telefonisch leider nicht erreichbar. Und wir mussten dann warten, bis er zurückkommt an den PC und dann ist er disconnected, dann konnten wir wieder rauf und naja, wir waren 10 Minuten nicht im Rennen. Wir sind dann von 12 runter auf 42 gefallen und von 42 jetzt wieder runter auf 31 gefahren. Ja, sind immer Stewards da, ja. Und dennoch, ach, also heute war wirklich alles dabei. Unfälle ohne Ende, Durchfahrtsstrafen. Ja. Wurden leider nicht verschont. Ich bin auf Skyline, ist ein Bentley auf Skyline gefahren. Es sah so aus, als wenn er links runterfährt, weil er sich vertan hat und ist dann rechts wieder rüber und dem bin ich dann volle Kanüle hinten reingeknallt, Auto komplett im Arsch, hab dafür eine Durchfahrtsstrafe gekriegt. Ray ist auch nochmal einem hinten reingefahren, der hat kurz vorm Dipper komplett Vollbremsung gemacht und Ray konnte nicht ausweichen, hinten reingedonnert, Durchfahrtsstrafe. Ray hat sich jetzt gerade gedreht. Und dann ist uns halt einer volle Esse hinten drin gedonnert. Und super viel im Verkehr. Also mein erster Sinn, nachdem ich das Auto übernommen habe, war so unfassbar viel Verkehr, dass ich einfach nur 2-4er Pace fahren konnte, weil ich da nicht vorbeigekommen bin. Keiner hat Platz gemacht. Und naja, um gut zu tun. Wir müssen ganz schön hasseln. Ja, den hier, den habe ich heute, und das meine ich noch sehr respektvoll, den habe ich richtig gefressen, den Wagen. Den Wagen habe ich richtig gefressen. Ja, also das ist hier einer der Kandidaten, der ignoriert das komplett, dass der hinter ihm halt schneller ist. Um eine Sekunde. Der wird komplett ignoriert. Aber rundenlang, bis er dann in eine Box fährt. Das ist halt die Kacke, wenn man von hinten fährt, dass man leider nicht wirklich in Anführungsstrichen Anrecht hat, davor vorbeizugehen. Aber gehört halt dazu. Dankeschön, Herr Walker. Naja, schön war das nicht. Schön war das nicht. Schön reingehalten, ja. Aber wie gesagt, bei dem geht's wirklich nicht anders. Also ehrlich nicht. Ich bin hinter dem hergefahren, 3-4 Runden. Ich habe den im Kofferraum gesessen. Ich habe schon alles, ich habe schon Kofferrauminspektion gemacht. Der ist einfach, hat keinen Platz gemacht. Der wollte einfach keinen Platz machen.
Gibt es nicht sowas wie Blue Flag? Ja, gibt es, aber wir sind blau, weil wir halt auf 31 sind. Die Jungs vor uns, die sind halt die, die uns schon überrundet haben. Und das sind leider meistens Leute, die sowas ignorieren, wenn, wenn hinter ihnen jemand Blaues schneller ist. Weil sie sich halt denken, ja gut, den habe ich doch schon überrundet, ich bin ja nicht in der Pflicht. Aber dass sie sich halt selber eigentlich damit nur Stress machen, weil halt der Dude ständig in deinem Kofferraum sitzt und dann sowas dabei rauskommt wie jetzt da unten, eben gerade, ist halt so, ja, unnötig, sage ich mal, ne? Also er hätte jetzt hier einfach Eingang shortshiften können, dann wäre Ray vorbei gewesen und dann hätte er in Ruhe sein Rennen fahren müssen können. Aber die Leute machen das halt sehr oft nicht. Aufgrund, weiß ich nicht, mangelnder Umsicht oder weil sie nicht einschätzen können, dass der Hintermann schneller ist. I don't know. Aber wenn, also wenn mir zum Beispiel einer im Kofferraum hängt für eine Runde oder zwei, drei, dann lasse ich ihn halt vorbei. Weil ich weiß, dass der schneller ist, wenn der wirklich so nah dran ist. Bringt dir halt in Enduro ins Rennen nichts wirklich was, weil dir das auf Dauer nur Stress bringt und die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass du dein Auto wegschmeißt oder dass ein Unfall dadurch provoziert wird, ne? Habe ich gesehen, wie du ihn gefressen hast. Ja, ich habe so ein, zwei Kandidaten auf der Strecke, da schüttelt es mich ein bisschen. Aber was mich halt ärgert, ist, dass ich hier 110 so weggebeamt habe heute. Bei dir habe ich komplett aus dem Leben gebeamt. Oh, Kalenders, Junge. Moinsen. Naja, es ist wie es ist, Shade. Kann man nicht ändern. Kann man nächstes Mal nur besser machen. Oder man macht denselben Fehler zweimal. Er fand das nicht so nett. Schlaf gut, Killer Schatzi. Eine Stunde, Kalenders ungefähr. Ray hat jetzt einen halben Stint gemacht, fährt jetzt aber den anderen noch zu Ende. Also in der Stunde ungefähr. Heute ist alles überhaupt nicht nach Plan. Also hier läuft gar nichts nach Plan heute. Das ganze Rennen läuft nicht nach Plan. Dave hat ja gestern hat Dave gesagt, dass er nicht fahren kann, was vollkommen legitim ist. Also ist hier auf jeden Fall ein logistisches Wunderwerk, wenn wir durch die Ziellinie fahren. Da mache ich drei Kreuze.
Ja, das gehört dazu, ist alles gut. Das kann man nicht ändern, du. Das kann man nicht ändern, das kann man nur nächstes Mal besser machen. Es gibt keine einzelne Person, die schuld ist. Das ist ein Teamrennen. Alle sind schuld. Schuldzuweisung in einem Teamsport ist charakterliche Schwäche. Und sollte man sich abgewöhnen im Teamsport. Ich glaube, wir waren die ganze Zeit schon 31. Ja, dann ist irgendeiner reconnected wahrscheinlich. Hat noch jemand einen Disconnect gehabt? Da sind die ganzen Vodafone-User, die Disconnect haben heute. Hatten wir auch schon. Das ist ein sehr frustrierendes Rennen für einige Teams hier, weil ich glaube, Vodafone hat eine Störung irgendwie. Großraum. Kein Team mehr mit Vodafone. Ja. Ray, bist du müde? Wie bitte? Bist du müde? Nee, eigentlich nicht. Aber ich habe für einen Moment da, ich habe oben nur eine grüne Signalflagge bekommen und dachte so, hä, warum grün? Und dann war ich schon im Rasen und dann Okay. War Kacke. Okay, aber bist fit, ja? Ja, alles gut. Okay. Den konnte ich dir leider auch nicht ansagen. Das kann man nicht ansagen. Nee, das war dumm. Mein Fehler, aber ist egal, es geht ja weiter. Auto läuft noch? Ja, ist irgendwie 42 mit Boxenstopp. Ja. Achso, passt schon. Okay. Hau rein, Alex. Thank you.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Ohne jetzt uns selber mal zu loben, aber das klingt jetzt wahrscheinlich so. Also dafür, dass wir uns nach, ich sag mal, 3 Stunden eigentlich selber in den Arsch gebumst haben, haben wir uns als Team ganz schön aufgerappelt. Also, das ist schon eine ganz schöne Leistung hier. Das ist schon eine ganz schöne Leistung. Dafür, dass trotzdem noch der Haussegen vernünftig hängt. Keiner hat sich angefotzt. Das ist schon wirklich eine starke Leistung. Also egal, welchen Platz wir machen. Das war... Also davor kann man, glaube ich, nur seinen Hut ziehen. Gibt es viele Teams, die irgendwann aussteigen, weil sie merken, sie können nicht mehr viel rausholen und die Stunden nicht mehr investieren? Ja. Also wir haben jetzt schon 8 Autos verloren, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich sag mal, wenn du... Also ich bin mal ganz ehrlich mit euch, ja. Also ich versuche dir das mal zu erklären. Ah ja, wir sind heute gestartet und auf 8. Wir haben uns super gehalten. Sind gut durchgekommen. Wir sind dann aufgrund eines Unfalles, für den wir eine Strafe bekommen haben, was egal welche Wertung, wir haben eine Strafe gekriegt, sind dann auf 12 runtergefallen. Dann hat ein Teammate das Auto übernommen. Also alles in den ersten 4 Stunden hat das Auto übernommen und der hatte leider Probleme mit dem Internet, hat einen DC gehabt und der jetzige Fahrer war leider... War du ruhig aber schon mal rechtzeitig die Drücke raus, dass wir das schon mal haben? Die Drücke stehen im Discord, ich nehme meine alten. Achso, okay. Ja, dann machen wir gleich. Wir hatten dann halt einen Disconnect, der Fahrer jetzt hatte sein Telefon leider nicht dabei, wir konnten ihn nicht erreichen und standen dann 10 Minuten in der Box, was eigentlich... Also wenn wir wirklich ehrlich sind und du 10 Minuten zurückhängst, brauchst du eigentlich gar nicht mehr fahren. Also da musst du wirklich Eier aus Stahl haben, dass du sagst, okay, fuck it, Attacke. So, und jetzt ist halt seit, keine Ahnung, 10 Stunden, 11 Stunden sind wir auf Aufholjagd. Nonstop. Und wir... Wir haben trotzdem noch Unfälle zwischendurch, Strafen auch nochmal gekriegt. Sei mal dahingestellt, ob die jetzt gut sind oder nicht, aber wir sind noch am Kämpfen, ja. Also man hätte auch, ich bin ganz ehrlich, man hätte auch einfach abstellen können, wäre vielleicht sinniger gewesen, aber was ist das für ein Charakterzug? Der ist ja voll öde. Und am Ende ist, glaube ich, also wie gesagt, wenn wir das durchfahren und ankommen, jetzt mal auf Platzierungen schissen, dann haben wir richtig was geleistet. Fürs Ego. Achtziger Puls nicht gut für Schlaf? Ich bin bei 77er Puls. Was ist los, Marcel? Mein bärtiges Topmodel aus der Formel 1. Ich habe mal 90er Ruhepuls gehabt. Ich bin schon 20 unter. Sag mal, weißt du, jetzt kommt der Jungspund wieder an da, der den ganzen Tag nur am Red Bull saufen ist und erzählt dir was von Ruhepuls. Kannst du mir durchgeben, wenn du willst. 27,2. Ja. 26,5. Ja. 26,8.
Einen Moment. Ja. 26,3. Ja. Habe ich. Also 27,2, 26,5, 26,8, 26,3. Yep. Perfekt. Also man merkt schon, dass die rechte Seite ein bisschen jetzt was mitbekommen hat, gerade den schnellen Doppel links. Und das vordere rechte Rad wird nicht mehr so ganz gut belastet, aber ist nicht weiter schlimm. Ich passe jetzt ein bisschen auf am Ende und ich glaube, wir holen trotzdem weiter auf nach vorne. Ja, machen wir auch. Das ist jetzt erstmal das, was zählt. Ja, machen wir. Und ich bin auf einem Auge blind beim Anbremsen, aber das ist jetzt auch halb so schlimm. Ja, gut. Hauptsache, wir kommen an, Jen. Hauptsache, wir kommen an. Marcel, wann fahren wir denn eigentlich? Wann fahren wir unser Renndebüt? Weißt du, was ich geil finden würde? Tandem GT3, Maga. Du ein Stint, ich ein Stint und dann knallen wir eine Season zusammen. Das würde ich fühlen. Das würde ich fühlen mit dir. So eine richtig schöne Sprintserie. Du und ich. So richtige GT3. Mm. Dann macht man noch die rechte Seite noch kaputt. Ja, vielleicht geht die linke Seite dann auch irgendwann kaputt. Ich muss mal gucken, ob wir irgendwann sowas finden, Marcel. Wäre geil. Oder wir fahren wirklich mal ein Endurance-Rennen zusammen. Ich fahre nächste Woche 8 Stunden Imola. Hast du Lust? Ich brauche noch Fahrer. 8 Stunden Imola, nächste Woche Samstag. Hast du Bock? Würde sich anbieten. Welches Auto? Können wir uns da aussuchen. Auto können wir uns da aussuchen. Ich würde dir da natürlich entgegenkommen. Selbstverständlich. Gott, wir wissen alle, welches Auto jetzt gleich kommt. Wir wissen alle, welches Auto gleich kommt, Chat. Lass mal privat quatschen die Tage. Ja, am besten wäre heute Nachmittag irgendwann so, weil nächste Woche ist Rennen am Samstag. Wir müssen ja mal gucken, wenn du jetzt mit so einem richtig Exoten um die Ecke kommst, wie Tizzy, also ich sag mal so, ne? Ich hätte jetzt richtig Bock auf Jaguar, Alter. Dann müssen wir auch gucken, dass wir damit irgendwie was machen können. Ja, also können wir machen. Lass mal quatschen. Das wäre fetzig. Das würde ich richtig fühlen. Jaguar Rainer. Nee, machen wir nicht. Entschuldigung. Nope. Wir fahren sowieso Aston Martin. Ich sehe das schon kommen. Also, nee, ist den Aston Martin, den will ich ja schon sehr fühlen, ne? Also, ja, geil. Lena, ich grüße dich übrigens. Moin. Aber ich glaube, das habe ich schon gesagt. Ich bin einfach nur... Oh nee, Ray. Oh nee, Ray. Du musst langsamer ein bisschen. Aber Essen geht doch. Ja, Essen geht, aber es ist absolutes Hassauto Nummer 1, ne? Steht ganz oben auf der Liste für Autos, die ich eigentlich nicht gerne fahren will. Aber ist okay, stört mich nicht. Oh, Bentley wäre mega geil. Oh, Bentley würde ich richtig fühlen. Schön die alte Badewanne. Mm. Was ist passiert? Ich war vorhin da, da war dir noch Platz. Ich glaube, wir ziehen den Boxshop auf jeden Fall ein bisschen vor, aber ich bleibe jetzt erstmal noch draußen. Ja, sag mir Bescheid, ich bin da. Also, ja, ja. Sag mir frühzeitig Bescheid, weil dann kann ich nochmal Pipi machen und dann... Ja, ja, das kannst du noch machen, auf jeden Fall. Nee, GT4 gibt nicht. GT4 gibt's nicht, Marcel. Aber würde ich mit dir auch fahren? Aber weißt du, ich hätte mal so richtig Bock auf Tandem mit dir. So ein Sprintrennen, eine Stunde und dann Tandem, jede eine halbe Stunde ackern. Boah, das würde ich richtig geil finden, Junge. Lena, du auch bald ACC oder wie habe ich das jetzt vernommen? Das würde ich, leider habe ich sowas noch nicht gefunden, Marcel. Leider habe ich das noch nicht gefunden. Ich weiß noch nicht, vielleicht irgendwann mal. Dann melde ich einfach, dann ballern wir eine Runde. Sagst du Bescheid, fahren wir zusammen.
Fahren wir schön 12er. Naja, oder wir fahren so ein kleines Sprintrennen, 8 Stunden, das geht ja auch. Wir müssen ja nicht gleich übertreiben. Oder vielleicht doch ein 24er? Yay! Oh, wie geil, Junge. Ey, Öggel, Glückwunsch. Chat, können wir für Öggel mal eine Runde wiggeln? Hallo, als Außenseiter ins Finale rennen? Stark. Sehr schön, Chat. Reingewiggelt. Freut mich, Öggel. Freut mich wirklich sehr. Wir sind auch als komplette Außenseite endlich auf den hinteren Plätzen gelandet. Also wir haben das, wir haben ähnlich gemacht wie du. Ähnlich. War das rum, ja. Ach, was ein Scheiß-Chat, ey. Was ein Kack, sag ich euch. Aber was willst du machen? Kannst du halt nicht ändern. Ja, da waren wir... Da, nach 40 Minuten waren wir noch auf 8, ja. Und dann ging es rapido in die andere Richtung. Also 10 Minuten Boxenstopp war nicht so prickelnd heute, aber was willst du machen? Was willst du machen? Kannst du einfach nicht ändern, die Scheiße. Ist egal, Chat. Ihr feiert das sowieso mehr, wenn wir aufholen. Ich glaube, ihr würdet den Stream super langweilig finden, wenn wir vorne fahren würden. Außer es ist Monsunregen. Dann freut ihr euch. Oh ja, Tessie, lass doch noch mal 21,5 Stunden Regen fahren mit richtigen Monsun mitten in der Nacht bei 12 Grad. Das war doch super fetzig. Ich weiß gar nicht, warum du einen halben Nervenzusammenbruch gekriegt hast. Also wir fanden das schön. Das war sehr beruhigend zum Schlafen gehen. Das hast du echt klasse gemacht mit Remo. Schlaf gut, Langweiler. Ja, ist ein bisschen schwitzig, weil er ist vorhin einmal eingeplankt, Marcel, mit der rechten Seite. Die rechte ist nicht so... Die ist ein bisschen kaputt. Und dafür fährt er noch sehr schnell mit 2,5. Aber ist auch Konzentration weg mittlerweile. Ich gehe jetzt fix Vapen-Chat und dann bin ich da. Ray, ich lasse dich kurz 2 Minuten alleine, ja? Alles klar. Schaffst du das? Ja, ich will's hoffen. Na klar, dann bin ich in 2 Minuten wieder da. Dann. Copy. Alright, Chat. Ihr könnt dann einmal ganz kurz für euch alleine wiggeln hier und dann... Bin ich gleich wieder da. Sag mal, Marcel, hör doch jetzt mal auf, bitte meinen Puls zu analysieren. Seit wann bist du Doktor? Ich denke, du bist Rennfahrer. Mann, ey. Betty ist Topmodel mit... It's wiggle time. ...mit Red Bull im Tank. Kannst du dir ja wohl nicht ausdenken. Wahrscheinlich schon 4 drinne und 180er Ruhepuls. Sitzt er vor dem Computer. Na, jetzt muss ich ihn aber mal darauf hinweisen, dass klein Dicky, Alter, einen ganz schönen hohen Ruhepuls hat. Okay, bis gleich.
wie halt einfach 50 Grad drin sind. Ne? Draußen irgendwie 5, 10 gefühlt, hier drinnen Tropen. Hat schon wieder einer geklopft? Error, danke schön, wo der Pitzbagger. Marcel, sag mal, bist du jetzt eigentlich wirklich richtiges Formel-1-Auto gefahren? Ich hab den Puls analysiert, ja. Das ist gut. Nee, mit. Ach, komm her, los, hab. Ich hab das letztens nicht ganz richtig verfolgen können. Gleich mal wieder mit dem Staubsauger durch, ja. Alles wegsaugen, deine ganzen Haare. Nee, noch nicht, aber gib dem jetzt wirklich bald News. Sehr geil. Warum zeigst du mir den Mittelfinger? Was soll das denn jetzt? Hä? Hä? Sabah! P1 hat DSQ? Der Honda? Oh, das wäre ja bitter. Oh, Svonka ist mein Beileid. 54 hat der DSQ. Wer ist denn die 54? Was ist da los? Wenn wir das scrollen. Wer ist denn die 45 gewesen? Der Honda. Oh oh. Die 45 war der ganz schnelle Honda. Ja, das war der ganz schnelle Honda, Chat. Wo Mr. Kita drin gesessen hat. Aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Stecke ich nicht drin. Kann die Entscheidung nicht nachvollziehen. Steckt da nicht drin, kann ich nichts zu sagen, weiß ich nicht. Rennleitung wird sich schon was dabei gedacht haben. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidubi. Tom, ich weiß das nicht. I don't know. Ich diskutiere das nicht. Das musst du mit der Rennleitung besprechen. Ich kann da nichts zu sagen. Ich habe nichts gesehen. Ich kann da nicht drüber urteilen. Das weiß ich nicht, Tom. Das tut mir sehr leid für euch, wenn da irgendeine Fehlentscheidung gewesen ist. I don't know. Kann ich dir wirklich nichts zu sagen, Tom. Tut mir leid. Hab nichts. Hab das nicht auf dem Zettel. Bei denen ist die Erinnerung. B1
Wie gesagt, ich weiß das nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da keinen Überblick, was da los ist oder... Ich möchte darüber auch nicht urteilen. Das Einzige, was da übrig bleibt, ist halt mit der Dings zu sprechen, mit der Rennleitung. Wie gesagt, alles, was nicht von der Rennleitung kommt, am liebsten, also ich sage es so, wie es ist, aus all der Erfahrung und jahrelang Stream, so was diskutiert man nicht auf dem Stream aus und ich nehme dazu keine Stellung, ich sage dazu nichts, ich kenne die Situation nicht, weiß nicht, was da vorgefallen ist. Das solltet ihr eigentlich auch so handhaben. Das muss das Team mit der Rennleitung klären. Einfach moin. Aber trotzdem, Tom, falls du auf dem Dings drauf sitzt, auf dem Honda, das war eine sehr, sehr starke Leistung. Trotz alledem. Also ihr habt ja auch sehr viele Rückschläge gehabt und wirklich sehr stark gekämpft. Trotz alledem. Das kann euch keiner mehr nehmen. Was machst du denn? Ich guck mir sowas nicht an, Chat. Nein. Ich guck in meinem Stream, sowas guck ich nicht. Das hat hier nichts zu suchen. Das sorgt nur für Unruhe. Tausende Menschen fangen an, sich über Sachen aufzuregen und nope. Das Auto hier und kein anderes Auto. Ich habe sehr viel gelernt in sehr, sehr vielen Rennchat. Mm-mm. Pitwall ist gerade nicht aktuell. Kann ich euch nicht sagen, was für einen Rückstand wir haben. Pitwall ist richtig am Spinnen heute. Nee, Delta stimmt, glaube ich, gerade nicht. Ich bin übrigens wieder da, Ray, ne? Ja, jetzt weiß er's. Scheiß auf ein kaputtes Auto, 1,6er Zeiten gehen trotzdem. Ah. Ja, Copy, ich hab verstanden. Ja, yeah, okay. Thank you.
Naja, meine Drücke sind schon drin. Aber der Berg ist so gefährlich, ne? Da ist halt echt keiner von gefreit. Ich freue mich schon auf die Dusche nach den beiden Stints. Das wird sehr schön. Frische Klamotten anziehen. Ihr müsst auch bald reinfahren. Zwei oder drei Runden. Dann bin ich dran. Die letzten zwei Stunden für mich dann. Außer es passiert noch irgendwas. Auf dem Berg hat es richtig geknallt. Oh, die stehen immer noch richtig bitter. Mein Stream läuft komplett 24 Stunden durch. Ich bleib auch da. Ne? Also ich gehe nur duschen. Ich weiß nicht, ob Ray jetzt gleich schlafen geht, weil Ava ist nachher da. Ava braucht auch einen Spotter. Und dann... Also sind jetzt noch drei Runden. Dann komme ich rein. Copy, bin da. Perfekt. Kannst du mir einen Gefallen tun, nochmal überall 0,1 drauf machen? Also auf allen? Ja, mach ich. Danke. Es wären dann 27,3, 26,6, 26,9, 26,4. Das ist richtig, ja. Alright, für euch müsste eigentlich alles eingestellt sein. Gut. Müsstest du mich noch als Fahrer auswählen dann? Ja, mache ich gerade. Jetzt hat er es gar nicht gemacht. Also doch, 27,3 oder 27,4 der erste Druck. 27,3 ist richtig. Ah, okay, gut. Perfekt, ist ausgewählt. Danke. Schlaf gut, Beiler.
Langeweile. So, das ist jetzt meine Inlap. Copy. Stark. Stark abgerissen. Sehr gut. So. Oh, meine Arme sind jetzt aber tot, ne? Ja. Das glaube ich dir. Meine sind auch tot gewesen vorhin. Also es geht erst jetzt los. Ich habe noch 20 Sekunden Schaden drin gehabt. Na komm. Boah, das war gar nicht mehr schön. Die Linkskurven waren alle echt ätzend. Aber ich habe irgendwie dann die Linie ein bisschen geändert und dann ging es irgendwie wieder.
15. Machst du Mode an? 10, ich versuch's ja. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Perfekt. Hab ich. Dann viel Spaß hier, Lizzie. Jo, danke. Dizzy, hörst du mich? Dizzy, hörst du mich? Nee, okay, gut, er hört mich hier nicht. Sehr gut. Ja, also es war ein bisschen, also richtig gut reingekommen eigentlich. Ich glaube, erstes sind wir eigentlich auch super gut, gute Zeiten. Zweiter Sinn fing auch gut an und dann war halt ja dieser Dreher super unnötig. Bisschen minimal hier auf dem Körb zu weit, ein bisschen Kammer drauf, aber es war ein bisschen zu viel. Hab's auch gut gefangen. Im Training ist das öfters passiert. Ich glaube, das war so ein bisschen das Ding, dass ich genau wusste, wie ich richtig das Ding wieder fangen muss. Also eigentlich ein mega Safe. Ja, und dann kommt der halt Fullspeed da hinten rein und macht halt alles kaputt, ne? Also das hat's halt dann zerstört. Am Ende des Tages, klar, darf mir der Dreher nicht passieren. Ja, und danach halt natürlich da nochmal in die Wand oder in den Rasen gerutscht. Mit dem fast 20 Sekunden Schaden. War ein bisschen schwierig. Ihr habt ja gesehen, viele 2-3er-Zeiten dann auf einmal. Aber ich habe es dann auch wieder geschafft, doch nochmal in die 2-1er zu kommen. Ich habe die Linie ein bisschen angepasst und ja, volles Risiko halt, ne, in allen Linkskurven. Und ja, am Ende des Tages bin ich schon zufrieden mit dem Doppelstint. Aber rein jetzt von der Zeit her haben wir natürlich jetzt massiv verloren, als dass wir was gewonnen haben bei dem Doppelstint. Ne? Also das ist, muss man leider so knallhart sagen. Aber gut, kann passieren, ist Bad First. Es hätte vielleicht schlimmer sein können, keine Ahnung. Ja, ich sehe, natürlich ist es schade, es ist halt blöd. Ne? Eine Sekunde ist er eine Sekunde weiter hinten, dann bin ich schon wieder am Gas geben und war weg und so kommt er halt volle Kanone da rein. Dumm. Ja, war ärgerlich. Es war halt eine dumme Situation. Also wie gesagt, unter Umständen knall ich irgendwo gegen die Wand, stehe quer und dann gibt es noch einen größeren Crash. Aber ja, es ist so. Ich meine, ganz ehrlich, ich bin da auch dem Bentley nicht böse. Ich meine, ich habe jetzt zwar gesagt, dass wir den reporten sollen, aber das meine ich jetzt auch gar nicht persönlich, sondern einfach nur aus dem Grund, wenn alle, die eine mitten drauf fahren, eine Drive-Thru bekommen, dann sollte der das halt genauso bekommen, so irgendwie, also, ja. Den Crash im Replay zeigen. Können wir versuchen, ja. Dass ich das hinkrieg. Moment. Okay, ja. Boah, welche Runde war das? 404, ne, habt ihr gesagt. Das sind aber nicht wir. Moment, muss ich erstmal uns finden hier. Ah. Ne, 404, hier ist es. Ja, hier muss es jetzt sein, da so lange Pause ist. Ja, Moment. Was dazu? So, jetzt halt natürlich mein Fehler. Mach's mal ein bisschen langsamer. Hier natürlich mein Fehler. War halt hier zu weit rein. Hier drauf, so ein bisschen kannst du drauf, das ist okay. Aber das ist, das siehst du schon, ich lenk zu viel da rein. Ja, fahr hier voll drauf. Und dann dachte ich, ich krieg's noch gefangen. Und dann drehe ich mich und dann habe ich instant den Spin eingeleitet. Ja, also ich meine, mal aus, mal schaffen. Ich meine, die Reifen wären eh am Arsch gewesen. Da stehe ich schon wieder voll auf dem Gas. Aber klar, halt super langsam. Komm da halt von hinten. Ja, und dann war das Auto komplett am Arsch. Ja, dann gucken wir uns das jetzt nochmal an. Gucken wir nochmal zurück.
gehen mal zum Bentley. Ja, müsste sein. Vielleicht mal aus Cockpit-Sicht, oder? Wie es aus seiner Cockpit-Sicht aussieht. Ich kann halt ja echt gar nichts machen. Ja gut, aber er sieht ja... Ja, also sagen wir es mal so. Es wäre schwierig gewesen auszuweichen für ihn, weil er kommt schon echt scheiße schnell an. Aber man sieht es auch am Gas-Ding. Er geht halt ultra spät erst vom Gas, ne? Ich meine, es ist nah, man sieht es schlecht. Wir gucken es uns mal in Real-Geschwindigkeit an. Ja, also der geht viel zu spät vom Gas, sorry. Also der hätte es, ich denke, er hätte es sogar einen größeren Crash verhindern können. Aber ich glaube, er hat das einfach zu spät realisiert. Bisschen Jungs, war. Viel Glück. Ich glaube, das hat er viel zu spät realisiert. Ja, das auch natürlich mit der Flagge. Wobei, ich weiß nicht, ob im Replay die Flaggen da richtig angezeigt werden. Das weiß ich nicht. Also wie gesagt, kein böses Blut und so weiter. Also das ist halt doof gelaufen. Ja, aber dann haben wir immerhin mal beide sich. Wir können es ja nochmal vielleicht aus der Außensicht bei ihm angucken. Aus der Chase-Sicht. Ich meine, er könnte schon noch echt gut hier rein, ne? Also, würde er nur verzögern, könnte er wirklich hier rein, weil ich habe hier nicht drüber gezogen. Ich bin ja da echt geblieben. Es tut schon weh, ne? Es tut schon echt weh. Ja, Müller, ja, aber wir hatten ich hatte eine ähnliche Situation tatsächlich, wo ich sogar noch viel näher war, dran war und ich habe es auch geschafft, weil ich halt sofort eine Vollbremsung hingelegt habe. Wer da live dabei war vorher bei meinem vorherigen Doppelzünd, weiß, was ich meine. Klar, es ist deutlich dunkler jetzt als dort, aber es war dort auch schon Dämmerung. Also, ich sag mal so, den Kontakt zu verhindern wäre schwierig gewesen. Aber man hätte ihn deutlich milder gestalten können, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, alles gut. Ich, wie gesagt, auch kein Vorwurf oder so. Gar nicht. Es ist halt, ich darf mich davor halt nicht drehen. Müssen wir ehrlich sein. Geiler Safe. Also, ich glaube, das kann man sagen. Also, das war ein Hut ab vor mir selber, dass ich da on track geblieben bin. Aber, ja. Beide sind mal kurz ab hier. Chocolate Lips, mach's gut, danke fürs dabei sein, danke für die Unterstützung. Du wolltest auf die Ideallinie. Naja, also die Ideallinie kann man jetzt nicht sagen, ne? Bin rechts und bis er mich crasht, bin ich immer noch rechts. Also kann man jetzt nicht sagen, dass ich da nach links rüberziehe. Ja, wir waren halt diese Runde schon vorne, ne? Ich meine, das hat halt 2 Jahren Totalschaden. Danach bergab habe ich mich nochmal gedreht, weil das Auto halt komplett Kernschrott war, Spiegeleiflacke und so weiter. Und dann halt natürlich 2,5 Minuten nochmal Reparatur. Also das hat uns bestimmt 2 Runden gekostet, die ganze Scheißaktion. Das heißt, ja, alles, was ich da quasi irgendwie aufgeholt habe, habe ich damit halt wieder weggeworfen. Deswegen, so gesehen, kann ich eigentlich nicht zufrieden sein mit dem Doppelstint. Statt aufzuholen, habe ich eigentlich eher das verschlimmert. Aber gut, so ist es. Maxi, mach's gut. Dir auch gute Nacht. Ja, ärgerlich. Nee, durch mache ich nicht.
Aber ich warte, bis der nächste kommt. Ich will Dizzy nicht alleine lassen, weil Dizzy's Akt wäre ja sonst alleine. Also ich bleibe auf jeden Fall noch, bis Dizzy. Oder bis der nächste kommt. Ja, Müller, mach's gut. Viel, viel Erfolg euch noch. Spaß. Immer noch. So. Mach mal ganz kurz den Dizzy-Chat noch auf. Den auch noch ein bisschen sehe. Wenn ich ihn finde. Boah, ich muss mal das Ding hier so ein bisschen. Wenn jetzt noch einer sagt, wie ich den Chat. Pop out. Braucht man den auch? Jetzt mache ich ihn nur hin. Das ist anders. Monitor und man weiß nicht mehr. Was haben wir hier? Warte, ich muss bei mir mal den Spielsound leiser drehen irgendwie. Also, ich höre das ja echt gern, aber irgendwann ist es nochmal gut. Car on the left. Clear on the left. The faster car is approaching. Das war ja mal ganz gut. Ja, Herr Büchner. Ihre Bremsleistung. Ja, steigern Sie sich. So, ich hole mir jetzt aber mal, was Kühles zu trinken. Und gleich wieder da. Beruhigt euch, Chat. Ist mitten in der Nacht. Kann jedem mal passieren. Chat, einmal durchzählen, wer noch da ist. Anyone in the car, ladies and gentlemen?
So, da bin ich wieder. T-Shirt an. Verschwitzte Ding. Wollte ich jetzt doch nicht anlassen. So, Prost an euch. Na gut, das mit dem Zählen üben wir nochmal, Chat. Ihr fahrt ja auch mit, oder? Okay. Weil die sieht läuft schon, oder? Ballert, ballert. Boah, jetzt wäre jetzt schon wieder direkt nach dem Fahren. Jetzt mal wieder runterkommt. Ey, wie das gleich reinkickt, die Beine auf. Obwohl, man muss auch bedenken, ich bin jetzt auch. Wie hat Michel das vorher genannt? Ich bin seit 5. In 5 Stunden wäre ich 24 Stunden wach. Lena, mach's gut, wir hören uns bestimmt morgen. Nach dir, danke fürs Vorbeischauen. Ich bin Freitag, Samstag nur auf, weil 1 Uhr Arbeitsweg. Arbeit. Also ich habe das noch nie gemacht in meinem Leben. Aber ich glaube, ich beneide niemanden. Sollen wir jetzt einen Zählkontest machen? Sollen wir jetzt gucken, ob wir bei uns im Chat auch so gut zählen können bei Dizzy? Komm, kriegen wir auch hin. Also. Nacht, Lena. Schlaf schön. Einer muss anfangen mit, komm, ich fange an mit 1. Kriegen wir hin. Eins haben wir schon mal. 2 haben wir auch. Perfekt.
Hi. Voll. Ja. 5. Ah, 5 doppelt. Ah, nee, Leute. Ist schon vorbei. Mal nochmal neu anfangen. Fangen wieder an. Die sind schon besser. Die sind. Ah, die haben es aber auch wieder nicht. Ne, 18. 2, 3. Ja. Blackie, mach's gut. Danke fürs dabei sein. Gute Nacht dir. Schlaf schön. 5. 6. Sehr gut. Nein! 6 doppelt. Lieb. Du bist so. Ne, 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 Leute. Okay, nicht. Jerry fängt an. Okay. 2. Wart mal noch ab, ich lasse euch Zeit. Kurz bei Dizzy, was war denn euer Rekord jetzt? Ich habe nicht alles mitbekommen. Jetzt, wenn jetzt irgendjemand 13 jetzt hat das dadurch versaut. Danke, Error. Wie fies von mir, sorry. So, was haben wir? 1, 2, 3, 5, so, 6, nein, schon wieder Doppel 6, ihr seid zu schnell. Ist gar nicht so einfach, aber gute Beschäftigung auf jeden Fall. Aber 13 bei Dizzy, ey, also Leute, da müsst ihr euch jetzt hier anstrengen. 1, 2, ist okay. Warum aus? Hier hast du wieder 1, war doch okay. 1, 2, ist ja egal. 1, 1 kannst du ganz oft schreiben. Ich denke erst wieder mit 2 dann an. Mit, ja, egal. Jetzt müsst ihr ja wieder neu machen. Sag mal, Chat, könnt ihr Ray hören? Ja, ne? Ja, könnt ihr. Ja, wir machen gerade Zahlen-Seele-Wettbewerb auf. Ah, okay, super. Ah, schon wieder diese. Also bei der 6, das merke ich auch. Also 6, das sind sehr viele sehr ungeduldig. Das ist sowohl bei Dizzy als auch hier bei mir. Sobald die 6 dran ist, hauen sie alle raus. So, das ist so eure Lieblingszahl. Das ist... Pass mal auf, wir organisieren das jetzt. Pass mal auf, merkt euch einfach mal die Zahl, die ihr habt. So, oder beziehungsweise, bis gerade eben war, bis Marco. Marco beharrt die 6, ja, und dann machen wir es nochmal. Und dann geht es. Er hat sich schon wieder zu doppeln. Ihr wollt immer zu... Jerry, mach's gut, gute Nacht dir, danke fürs dabei sein. Schlaf gut. Nee, nee, Leute, so nicht. Ihr müsst schon. Ich hab's Gefühl, es wird immer schlechter, nicht besser. Ich glaube, wir müssen jetzt mit dem Alphabet anfangen, oder? Zahlen sind nicht so unser. Leute, G schreiben, einfach klar, Leute.
Dezimal. Hexadezimal wäre doch. Da hätten wir beides. Zahl und Buchstaben. Mal. F. Aber dieses ist jetzt schon wieder bei 10. 11. Oh, zählt das? Zweimal der gleiche? Eigentlich muss doch immer im Wechsel sein, oder? Weil sonst könnte ja einer einfach das runterschreiben. Lass es mal zählen. Diese sind sie bei 17, Leute. Da war ein Run hier. Bei 24 und bei 14. Oh, jetzt haben sie es verkackt bei diesem. Jetzt können wir nachziehen. 16, sehr gut. 17. Nein, 22. Vier Leute schreiben 22. Was ist los mit euch? Ja, okay, die sind gut auf jeden Fall. Es sind immer irgendeine Zahl mit von zu vielen geschrieben. Aber das war jetzt von beiden gleichzeitig ein richtiger Streak, ey. Also, echt. Ich glaube, wenn aber da ist, aber da ist, dann gehe ich, glaube ich, pennen. Aber ich glaube, er kommt so schnell noch nicht. Na, jetzt guck mal, diese fängt jetzt auch mal mit Alphabet. Doppel-D. Ja, Doppel-D ist erlaubt, ne? Nils, wir sollten noch mal Mathematik nachholen. Ossi, danke dir. Aber nee, Kaffee muss jetzt echt nicht mit sein. Ich meine, ich muss überlegen, ich streame jetzt hier seit halb zwölf und bin bis auf zweimal essen gehen jetzt durchweg auch hier gewesen. Also. Boah. Mein sechste.